Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, und zwar Folge 292 des Eintracht Frankfurt Podcast. Ich bin diesmal der Marvin, das war ich auch die ganzen Male davor schon, aber ich bin heute mal ein bisschen der Moderator, weil der René heute krankheitsbedingt und aus anderen Gründen nicht da sein kann. Im Endeffekt habe ich ihn weggemobbt, er wird nie wiederkommen. Nein, Spaß, alles gut. Aber umso besser an meiner Seite, wie immer, der Dennis. Hallo, freut mich, dass du da bist. Ja, servus und hallo, mein lieber Marvin. Und mit leichten technischen Problemen, aber andererseits, es klappt aktuell ganz gut. Seien wir froh und hoffen, dass es so bleibt. Basti, hi. Gute. So, wunderbar. Ich würde sagen, wir sprechen gleich am Anfang mal über das, was uns am Wochenende bewegt hat. Wer hätte das gedacht? Das Spiel der Frankfurter Eintracht, Saisonrückrundenstart. Eure Einschätzung. Oh, so schnell sind wir schon direkt mitten im Gefecht. Ja, also war natürlich schon, ja, erste Halbzeit hat mir eigentlich gar nicht schlecht gefallen, man muss es ja im Endeffekt im Nachhinein so sehen. Erste Halbzeit war ordentlich, mal wieder das alte Manko der Chancenverwertung. Mhm. Zweite Halbzeit ist dann wieder ein ganz anderes Thema, aber im Großen und Ganzen, es ist leider dann nur ein Punkt geworden, dementsprechend Unzufriedenheit, ja, es gibt auch ein paar Sachen, worüber wir auf jeden Fall in den nächsten Minuten sicherlich sprechen werden, die mir gar nicht gefallen haben. Ein paar super Sachen, unter anderem die Rückkehr von Mascarell, der sich ja super eingefügt hat. Aber das ist, wie war denn euer Gesamteindruck? Basti. Ich tue mich sehr schwer, über dieses Spiel zu sprechen, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass viele meinen Tweet auch und alles, was ich danach gesagt habe und dass sie das natürlich als übertrieben ansehen, und das wird wahrscheinlich auch so sein, aber ich versuche euch jetzt mal meine subjektive Sicht dazu. Ja, hau mal rein. Ich denke, das wird notwendig, denn wie du referierst gerade schon auf deinen Tweet, der hat schon ein bisschen von, naja, wie soll ich sagen, Frustration gesprochen, und ich denke, vielleicht wäre es ganz gut, dass du das jetzt mal näher erläuterst. Was hat dich eigentlich an diesem 1:1 oder dem Spiel generell ein bisschen frustriert? Mich hat frustriert, dass das so eine wiederkehrende Sache bei Eintracht ist. Das sind so diese typischen Spiele, auf die man sich lange, lange freut, und wo am Ende des Tages die Eintracht trotzdem diesen Schritt nicht gehen kann. Also die Eintracht bleibt immer diese Tür, wo man sich das Gefühl hat, man könnte sich oben festbeißen, die Eintracht kann die nie eintreten. Nie. Das ist schon. Ja. Es gab schon so viele Spiele, da denke ich auch an viele Spiele aus der Rückrunde unter Schafen sogar noch. Da waren ähnliche Situationen immer. Da hast du dann immer geguckt. Das hatten wir selbst unter Skibbe mal, wo du dann guckst und denkst so, ach guck mal, wenn wir jetzt nochmal gewinnen würden, dann wären wir aber oben dick dabei. Das war gegen Schalke auch schon so. Die ganze Euphorie. Und ich bin vielleicht auch ein Opfer meiner eigenen Euphorie dadurch geworden, dass meine Frustration jetzt so hoch ist, weil ich gedacht habe, geil, Fabian kommt zurück, Mascarell kommt zurück, Mascarell hat ein geiles Spiel gemacht. Ja, mega. Diese Diagonalbälle, die er gespielt hat, alles war, und die Eintracht geht 1-0 in Führung, hat noch ein paar Chancen, Allaire macht wieder ein Tor. Und das hat mich dann übel mitgenommen. Ich war vielleicht auch noch ein bisschen geschädigt durch diesen Naldo-Ausgleich, der mir auch hart zugesetzt hat, weil das auch wieder so ein Ding gewesen wäre, wo wir oben rein hätten stechen können. Und jetzt wieder, und ich war echt sauer. Es ist gar nicht so, dass ich sauer auf die Mannschaft bin und denen sage, boah, die sollen mich alle am Arsch lecken, so wie das vielleicht vor ein paar Jahren war, wo so Mannschaften waren, wo das Gefühl hat, dass die, ja, die haben keinen Bock oder so. Sondern ich habe mich selber dabei erwischt zu denken, okay, diese Hoffnung, die du immer latent hast, lass die einfach sein. Lass die sein. Die Eintracht wird Zehnter. Das ist wahrscheinlich in Ordnung. Die werden gewisse Dinge vielleicht gar nicht mehr lernen. Oder es wird länger dauern, als du denkst. Und es ist einfach so, für mich hat es so komplett die Euphorie rausgenommen, die ich auf diese Rückrunde hatte. Weil das für mich eigentlich der Startschuss gewesen wäre, zu sagen, okay, vielleicht können wir endlich diese Heimschwäche ablegen gegen Freiburg, die an dem Tag auch echt nicht gut waren. Also Freiburg war an dem Tag alles andere als gut. Oh, ja. Und die Eintracht muss dieses Spiel gewinnen, es tut mir leid. Die Eintracht wäre oben dabei gewesen, ich glaube, wir wären jetzt Fünfter gewesen. Das hätte mich in große Euphorie versetzt. So bin ich einfach irgendwie nur, ja, ich übertreibe es auch, ich bin aber einfach nur irgendwie leer. So denke, nee, lass mich in Ruhe. Ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, mich aufs Wolfsburg-Spiel zu freuen und hoffen, dass sie da gewinnen. Ich weiß nicht. Gerade Stand Dienstag ist mir noch echt kurz gerade egal. Die Eintracht wird wahrscheinlich Zehnter und ja, keine Ahnung, konzentriere mich auf den Pokal. Ich muss sagen, ich kann die Frustration schon ein Stück weit nachvollziehen. Also das Spiel an sich, zumindest die erste Halbzeit, hat mir eigentlich schon das Gefühl vermittelt, als wäre hier eine Eintracht gut in die Rückrunde gestartet und hätte eigentlich auch
Bock, ne? Also ich muss sagen, die erste Halbzeit mit all den Chancen, ich denke, wir hatten ein absolut deutliches Chancenplus und da habe ich mich schon geärgert, Leute, warum verwandeln wir das nicht, ne? Also ich meine, es war ein ums andere Mal, ich erinnere hier an eine abermalige Chance zum Beispiel von Gacinovic, der glaube ich, der kurz vor der Pause eigentlich die Möglichkeit hatte, hier das 2:0 zu machen, aber davor auch schon Mascarell, Chandler auch, da, wir haben ein ums andere Mal die Möglichkeit gehabt und im Endeffekt ist in der ersten Halbzeit nur ein Tor rausgesprungen. Ich weiß, wir müssen gleichzeitig auch über diesen grandiosen Rettungsakt des immer wieder starken Wolf sprechen, der auch hier am Samstag wieder eine richtig gute Partie gemacht hat, wie er diesen Ball eigentlich von der Linie gekratzt hat, was war wirklich eine der zwei super gefährlichen stark Situationen, die Freiburger überhaupt hatten, ja, eine davon, das hat er richtig gut eigentlich nochmal rausgeholt, aber dann waren wir trotzdem dabei, wir waren eigentlich offensiv schon sehr präsent, also Schwolo hatte mit dem Spiel der Eintracht schon ein bisschen zu kämpfen. Wie du gesagt hast, die Chandler-Chance. Aragota war auch das ein oder andere Mal durchaus nicht ungefährlich. Dann, glaube ich, gab es einen relativen Weitschuss von Mascarell, wo er richtig gut draufhaut. Das heißt, wir hatten da eigentlich die Lockerheit. Wir haben einfach mal draufgebumst und dann passiert das Ding nicht. Und dann denkst du, okay, gehst jetzt halt mit einem 1-0 in die Halbzeit, aber da musst du jetzt nach der Halbzeit nachlegen. Und was mich frustriert hat, war die Tatsache, dass wir in der zweiten Halbzeit, zumindest am Anfang, überhaupt nicht ins Spiel gefunden haben. Ich hatte hier das Gefühl, dass die Eintracht komplett aus der Bahn gelaufen ist. Komplett, bin ich voll bei dir, Marvin. Es war wirklich wie Schalter aus, es geht gar nichts mehr. Was mich auch wieder super geärgert hat, war, du hast schon angesprochen, die Chancenverwertung war schon schlecht. Aber auch, wenn du es wieder aus dem Spiel nicht bekommst, dann nutzt doch wieder diese 1000 Ecken, die wir hatten. Gefühlt 1000 Ecken hatten wir. Ich weiß gar nicht, 9 oder 10. Es war wirklich, und du machst wieder gar nichts draus. Und das ist so frustrierend, das ist so nervig und ich verstehe auch nicht, dann kommen dann teilweise Bälle wieder so halb hoch rein, wo du denkst, also gut, das kann auf keinen Fall eine einstudierte Maßnahme sein. Warum wird das nicht abgerufen, was einstudiert ist? Es wurde viel darüber gesprochen, es wurde viel einstudiert, es wurde gerade Standards, an denen wurde viel gearbeitet. Da hat man vielleicht mal eine gesehen, ich glaube, es war noch ein Freistoß von Wolf. Da hat man noch gedacht, oh, das ist eine gute Situation, hier mal schön reingespielt und auch eine gute Situation draus rausgekommen. Aber ansonsten war einfach viel zu wenig auch wieder aus den Standards gemacht. Und das hat mich auch wieder geärgert. Ich unterstütze dich, Marvin, bei der Aussage, erste Halbzeit, wirklich war ich auch euphorisiert und habe gedacht, euphoriert ist auch geil. Euphoriert war ich auch wahrscheinlich, genau. Und habe aber dann gedacht, in der zweiten Halbzeit, verdammt, warum haben wir denn das jetzt wieder aus den Händen gegeben? Klar, der Ausgleich kam früh genug. Wir hätten nochmal es umwerfen können. Wir hatten ja auch noch gute Chancen in den letzten 10 Minuten. Darf man ja auch nicht verschweigen. Aber wir haben mal wieder diesen Heimfluch nicht bewältigen können. Und da bin ich voll auch beim Basti, dass das eigentlich eine Situation gewesen wäre. Freiburg war so schwach an dem Tag. Und du hättest auf jeden Fall da mal ein Zeichen setzen können, wieder auf so einen Euphoriezug hätten ausspringen können, sagen, ja, los, jetzt geht's los. Die Rückrunde ist mal eine starke Rückrunde und nicht diese typischen Rückrunden auch von der Eintracht, wo du immer sagst, ach herrje, da können wir froh sein, wenn wir nicht unten mitspielen, sondern mal oben angreifen. Aber wir haben es wieder nicht geschafft, deshalb, ich bin auch verärgert, muss ich wirklich sagen. Ja, das ist es ja. Also du hast, das mit den Eckbällen ist für mich auch so sinnbildlich. Wir hatten 13 Ecken oder was, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ja, Freiburg macht aus so einer Situation, machen die halt ein Tor. Ja, genau. Mich nervt's krass. Ich weiß nicht, es war, glaube ich, das 8. Standard-Gegentor, kann das sein? Ja, also es ist gefühlt, das 8. kommt gut hin. Und es ist andauernd so, dass die Eintracht bei Ecken und auch bei Freistößen, aber gerade bei Ecken, unfassbar dämlich verteidigt. Was ist das denn? Und ich glaube, das war leider auch ein Fehler von Boateng, der ansonsten kein schlechtes Spiel gemacht hat. Aber da musst du halt anders zu Werke gehen. Der ist doch gar nicht hochgesprungen, oder? Ja. Es gab ja auch Situationen, in Hannover war das doch ähnlich, oder? Mhm. In Hannover hatten wir auch das Gegentor von Sané. Da konnten wir es noch ausbügeln durch Rebic, sein geiles Ding. Aber das wäre eigentlich im Endeffekt genauso ein ärgerliches Spiel gewesen. Ja. Du hättest genau diese Situation, hattest du in Hannover auch, dass du dann eigentlich besser bist. Mhm. Ja, und dann gerätst du wieder in Schwierigkeiten. Das in Hamburg ist ja auch genau, also in Hamburg ist ja das Gleiche. Ja, richtig. Nur haben wir dieses Spiel halt noch gewonnen. Das ist jetzt nicht, und deswegen ist ja der Ärger so groß. Aber die Eintracht, es will mir nicht in den Kopf rein, warum die Eintracht es nicht schafft, nachdem sie führt, selbst ein 2-0 dann oder jetzt ein 1-0,
das anders über die Zeit zu bringen, ehrlich gesagt. Sehen wir die? Ich weiß nicht genau, was da fehlt. Ja, sehen wir die Eintracht vielleicht einfach zu positiv? War eine provokante Frage. Ja. Ja, ich glaube es auch. Es kann wirklich sein, dass wir durch diese Last-Minute-Treffer von Aller gegen Bremen und Stuttgart, vielleicht haben die so ein bisschen darüber hinweggetäuscht. Und natürlich diese überragende, ich glaube, auswärts sehen wir die Eintracht nicht zu. Nee. Nicht zu schlecht, aber ich glaube, man hat so ein bisschen sich davon blenden lassen, weil die Heimspiele, ja, was waren wir in der Heimtabelle, sind wir 16. oder was war das? Ja, ja, 14. Wir sind ja, richtig schlecht. Ja, also ich meine, in der Heim, wenn du nur die Heimtabelle, der Frank, ein stetiger Hörer des Eintracht-Podcasts hier, hat ja hat letztens gesagt, na, wenn du nur zu Heimspielen gehst und die Auswärtsspiele gar nicht so mitbekommst, ja, dann bist du auch ein geschundener Hund, so mehr oder weniger. Ich will das jetzt mal mit meinen eigenen Worten ausdrücken, aber dann hast du natürlich auch kaum Freude. Ne? Das ist natürlich, wenn du dir dann die Auswärtsspiele mitziehst oder dann vielleicht auch noch öfter auswärts bist, dann siehst du die Eintracht nochmal ein bisschen in einem anderen Licht, aber wenn du nur die Heimspiele anguckst, na, da hast du kaum Freude. Also das ist nicht so optimal. Und man muss sagen, vielleicht sehen wir die Eintracht einfach zu positiv. Vielleicht muss man auch durchaus kritisieren, dass wir das eigene Spielsystem nicht so durchziehen können. Und das Ding ist, Freiburg war eigentlich ein Opferlamm. Ja? Das Spiel hättest du gewinnen müssen. Es gibt keine Begründung zu sagen, dass Freiburg hier so gut gespielt hat. Oh, die haben sich den Punkt verdient. Nee, Leute, die natürlich haben sich den Punkt verdient. Die haben ja geholt und das ist alles akzeptabel, weil wir zu blöd waren. Aber nicht, weil sie in irgendeiner Art und Weise großartig dominant waren oder uns eigentlich normalerweise für Probleme gestellt haben. Das ist die Schwäche der Eintracht gewesen, einen stringenten eigenen Stil zu spielen. Im Endeffekt waren wir einfach zu blöd. Und da muss ich sagen, da haben auch die Offensivkräfte nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte. Gacinovic ist ein ums andere Mal nicht sonderlich glücklich aufgefallen. Rigota viel probiert, auch nicht so hundertprozentig Dinge funktioniert. Und hier muss ich sagen, habe ich mich auch ein bisschen über die Einwechslung im späteren Verlauf von Stendera für Rigota vielleicht ein Stück weit sogar geärgert. Denn Stendera ist leider niemand, der das Spiel großartig schnell macht. Und hier eigentlich, wenn du sagst, du willst überfallartig hier die Freiburger nochmal irgendwie in Bedrängnis bringen, das schafft er natürlich nicht. Und dann schießt er noch nicht mal die Freistöße. Das Einzige, wofür du ihn wahrscheinlich sofort gebrauchen könntest, das sind Dinge, die habe ich nicht wirklich nachvollziehen können. Stimmt, ich auch. Stimmt, auf jeden Fall. Weil Ergota, hätte ich nicht letzte Sendung schon meine Unterstützung ihm entsagt, hätte ich es spätestens jetzt getan, weil dass er nochmal wiederkommt, hätten ja fast keiner damit gerechnet, dass Rebic erkrankt ist. War ja dann für ihn sein Glück, in Anführungszeichen. Mhm. Und ich hätte mir ehrlich gesagt gedacht, nach einer Vorbereitung, die er auch verletzungsfrei, glaube ich, bestritten hat, hätte ich von ihm erwartet, dass er auch befreiter aufspielt, weil er denkt, meine Güte, wer hätte gedacht, dass ich überhaupt nochmal eine Chance kriege. Ja. Jetzt kann ja nichts passieren. Also erwarten tut fast keiner mehr was von mir. Mhm. Also ich habe diese Anspannung, die er scheinbar trotzdem noch gespürt hat, überhaupt nicht verstanden. Ja, also, stimmt. Aber auch die Einwechslung, ich bin auch da schon bei Marvin. Erstens, Stendera natürlich, er war auch überhaupt nicht im Spiel, hat ja etliche Fehlpässe dann auch gehabt, direkt nach der Einwechslung, dann war er noch weniger im Spiel, das war also auch wieder ein Teufelskreis. Aber an der Situation hätte ich auch eher einen Spieler wie Jovic gebracht oder ich weiß nicht, auch die Situation Barkok war auch die Einwechslung zu spät. Was soll der in den letzten 5 Minuten? Das Barkok, wissen wir, ist ein Spieler, der muss in ein funktionierendes Gefüge kommen. Das war in dem Augenblick, war es eher ein bisschen hektisch. Oh, jetzt müssen wir gucken, dass wir noch was reißen und dann in der 86. Minute einen Barkok zu bringen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch so die glücklichste Entscheidung war. Ich bin eher, hätte ich gesagt, warum lässt du nicht einen Jovic wirklich für Hagota spielen oder dann auch nochmal einen Danny Blum, der vielleicht noch ein paar Akzente setzen kann. Das sind für mich eher Spieler, die vielleicht in dieser Situation vielleicht das glücklichere Händchen gewesen wären. Ob es so ist, ich weiß es nicht. Vielleicht wären sie auch beide, wären sie genauso untergegangen. Definitiv hat der Plan, der im Hinterkopf anscheinend von Kovac dann auch da war, mit Stendera und Barkok definitiv ja nicht wirklich das Ergebnis gebracht. Da Costa war in Ordnung. Fand ich super. Also solide. Da Costa hat mir gut gefallen. Also der ist auf der Außenbahn, hat er echt viel probiert, hat auch noch eine richtig gefährliche Chance eingeleitet. Da bin ich sehr traurig, dass in der 90. Minute war das, dass das Boateng nicht zu einem Tor verwandeln konnte. Das war nochmal so ein letztes Aufbäumen, so eine letzte Drucksituation, nachdem davor schon Hasebe in absoluter Fahrlässigkeit den Freistoß, den er hatte, einfach zum Gegner gesäbelt hat. Da denke ich, also ganz ehrlich, mit der Berufserfahrung, 33 Jahre, was weiß ich, wie alt der Junge ist, Alter, dann spielst du doch nicht so einen beschissenen Freistoß. Das hat mich so wütend gemacht. Da denke ich, Leute, in der letzten Minute, jetzt nochmal alles, nochmal Gas geben, komm. Und dann kriegt er das nicht hin, diesen verfickten Ball, einfach mal zum
zu deinen eigenen Spielern zu spielen. Das hat mich wütend gemacht. Ich mag diese absolute Nachlässigkeit nicht, die in Standardsituationen vorne wie hinten vorherrscht. Das sind Dinge, die muss es mal irgendwann auszumerzen gelten. Stimmt, ja. Bin ich voll bei dir, ja. Ich tue mich auch schwer damit, weil ich bin echt wütend. Ich muss aufpassen, ja. Dass ich, weil ich war ja vor ein paar Wochen noch echt euphorisch. Mhm. Dass das so schnell weggeht, ist vielleicht auch jetzt gar nicht so gerechtfertigt. Ich beruhige mich auch schnell wieder, keine Angst. Aber es ist trotzdem so ein bisschen, wenn man so diese Euphorie hat und vielleicht so ein paar Sachen ignoriert hat, die kommen jetzt trotzdem ein bisschen wieder hoch. Also so ein bisschen zu denken, okay, vielleicht waren wir wirklich nicht so gut. Vielleicht hatten wir auch echt viel Glück mit den späten Toren. Vielleicht haben wir viel Spielglück gehabt. Alle Spiele waren knapp. Ich weiß gar nicht ganz genau. Vielleicht ist es einfach so, dass jedes Spiel einfach 50-50 ist und wir müssen einfach mehr Suff haben. Das ist wie wenn du im Casino auf Rot oder Schwarz setzt. Du musst halt an dem Tag einfach mehr Suff haben, um mit Geld rauszugehen. Und wenn nicht, hast du halt einen kleinen Verlust oder gehst ein Pari raus. Also vielleicht ist das die Eintracht. Vielleicht dauert es auch länger, als wir wollen. Und ja gut, dann ist es so. Das wird bei mir aber dafür sorgen, dass ich vielleicht nicht mehr so krass euphorisch mich auf die nächsten Spiele freue, außer dann, wenn wir vielleicht wirklich ins Pokalhalbfinale kommen. Ja, ja. Aber hatten wir nicht eigentlich am Wochenende Glück, dass Freiburg so schlecht war? Denn ich erinnere mich nur, also die Innenverteidigung stand auch alles andere als sattelfest und bei schnellen Pässen, die mal ein bisschen in den Lauf gespielt wurden, standen sie da und haben eigentlich einen Hasebe, weil er zu alt ist, einen Russ, weil er auch noch durch seine Krankheit eventuell da die Defizite hat, generell auch da wirklich... Ich muss es wirklich sagen, das war teilweise nicht Bundesliga-tauglich in meinen Augen. Und wenn du dann schaust, wenn du dann einen Gegner hast, der das mehr ausnutzt als Freiburg, die es ja überhaupt nicht hinbekommen haben, diese Schwächen eigentlich mal zu nutzen. Das Tor wurde auch, wie er schon gesagt hat, aus dem Standard. Klar, das war okay, die haben gut geblockt oder auch vielleicht haben wir einfach nur schlecht agiert. Aber ansonsten aus dem Spiel raus kam da ja wirklich nicht viel. Und ich muss sagen, wenn jetzt eine Mannschaft kommt und wenn ich dann höre, oh, Abraham wird zum nächsten Spiel wieder nicht fit, klar, ja, hast du ja, damit dann Fallett und sowas, der jetzt wieder spielen darf. Ich glaube, der war ja gelb gesperrt. Es macht mir trotzdem ein bisschen Angst. Ich muss wirklich sagen, es macht mir ein bisschen Angst, dass wenn du jetzt gegen eine Mannschaft spielst, die das etwas besser drauf hat und eventuell auch das Personal vorne so einsetzen kann, ein bisschen Tempo spielt, ich glaube, dann wird es für uns richtig schwierig. Und deshalb hatten wir meiner Meinung nach an dem Wochenende Glück und haben das Glück eigentlich dann soweit gar nicht ausgenutzt. Denn ich hätte auch lieber 3 Punkte mit heim, im Stadion behalten, aber da muss man schon sagen, das Glück war eigentlich, dass Freiburg zu unfähig war. Ja, also natürlich hatten wir Glück, aber das Glück allein will ich jetzt nicht irgendwie gelten lassen, denn die Eintracht ist normalerweise als Mannschaft, muss ich ehrlich sagen, höher zu bewerten als der SC Freiburg. Von dem Potenzial, was wir haben, dann auch was in der Mannschaft steckt, allein finanziell, da musst du sagen, dass die Eintracht hier einfach die 3 Punkte hätte holen müssen. Ich finde es interessant und finde es gut, dass du den Punkt ansprichst mit der Innenverteidigung. Da wir waren ja auf der Waldtribüne. Nochmal Grüße an Bewe und Pia. Vielen Dank. Es war eine coole Angelegenheit. Ja, wir drei waren alle oben und konnten ein bisschen was über Projekt hier erzählen. Über unser Projekt. Das ist eine sehr nette Angelegenheit gewesen. Und da haben wir ja schon, Basti, du hast ja den Herr Hellmann schon freundlich dazu, wie soll ich sagen, in die Richtung geschubst, dass wir doch ganz gerne einen Innenverteidiger und speziell auch eine ganz persönliche Note, hast du da noch mit reingebracht, eine ganz besondere Nummer doch am besten verpflichten sollten, ne? Ja, ich habe ihm im Halbscherz, ich habe es kurz angekündigt, dass er nicht sauer wird und sich unter Druck gesetzt fühlt, gesagt, dass ich ein bisschen Bauchschmerzen habe und ich es toll finden würde, wenn man vielleicht probieren würde, zumindest Vallejo zu verpflichten. Weil ich habe, glaube ich, nach dem Hamburg-Spiel, ich weiß gar nicht genau, welche Sendung das dann jetzt war, habe ich schon die Vermutung hier geäußert, dass das mit der Abraham-Verletzung doch schlimmer ist, als man uns erzählen will. Ja. Direkt nach dem Spiel hieß es, ja, ach, alles in Ordnung, ist ein Ding, es wird wieder, da kann die Vorbereitung mitmachen. Ja, gut, Vorbereitung hat er nicht mitgemacht, erstes Spiel hat auch nicht mitgemacht. Schon einen Monat wieder her, ja. Zack, der spielt in Wolfsburg auch nicht, kam heute raus, ja, so. Dann sind wir schon wieder über einen Monat und das ist wieder nicht so schlimm. Es ist schlimm. Und wenn der jetzt, dann braucht er bestimmt auch wieder 2-3 Spiele, bis er drin ist. Ja, dann sind es nur noch 10 Spiele. Und ich glaube trotzdem, dass die Eintracht überlegen sollte. Ich mag ihn, ja, ich weiß nicht mal, ob ich ihn mag, aber ich habe nichts gegen ihn. Aber Marco Russ ist meiner Meinung nach trotzdem keiner mehr, auf den ich bauen würde, ehrlich gesagt, für eine komplette Bundesliga-Halbserie. Es tut mir leid. Ich will das eigentlich nicht sehen. Und Fallett, ja, der ist für mich ein solider dritter Innenverteidiger.
Deswegen, wenn Salcedo nur noch da ist, wird es für mich eng, ehrlich gesagt. Und das ist das, was der Dennis sagt. Weil das war eines unserer Pfünder, zu sagen, okay, wir stehen wenigstens hinten komplett sicher, wenn uns vorne schon nichts einfällt. Und ich habe ein bisschen Schiss. Ich habe auch ein bisschen Schiss von der Mannschaft, die das besser ausspielt als Freiburg, ehrlich gesagt. Ja, ich muss sagen, das ist eine Angst, die ich absolut teile. Ich denke, in der Innenverteidigung wird es unfassbar essentiell sein, jetzt bis zur Winterpause, bis zum Ende der Winterpause hier noch nachzuverpflichten. Ich weiß, es scheint momentan nicht der primäre Fokus der Frankfurter Eintracht zu sein. Ich glaube auch, dass sich viele eher mit dem potenziellen neuen Torwart zur neuen Saison irgendwie beschäftigen. Aber es muss ganz klar das Ziel sein. Er hat ein ordentliches Spiel gemacht gegen Freiburg. Das ist ein sympathischer Kerl, ist auch jemand, der vielen Fans gut tut. Andererseits glaube ich aber, dass er weit über seinen Zenit hinaus ist, die Geschwindigkeit über einen Großteil des Spiels nicht mehr so gehen kann. Und ich finde es absolut bedenklich, wenn wir mit dieser Personalie so in die Rückrunde gehen. Da muss definitiv auch noch Geld in die Hand genommen werden. Und lass es ein bisschen was kosten. Aber wenn wir sagen, wir wollen nicht nur als Tabellen 13. dieses Jahr beenden, dann muss nachgebessert werden. Ich glaube, du schaffst Tabellen 14, 13, Tabellenplatz 13, 14 ohne Probleme, vielleicht auch noch 12, ohne neu zu verpflichten. Wenn du darüber hinaus weitergehen willst, vielleicht auch noch die ein oder andere Chance, die du erhalten willst im DFB-Pokal, dann muss danach verpflichtet werden. Stimmt, ja. Auf jeden Fall. Und jetzt musst du auch gucken, ein Hasebe wird garantiert auch nicht die gesamte Rückrunde spielen können. Der ist ja auch sehr anfällig, fällt er doch nochmal 2, 3, 4 Spiele aus. Ein Russ fällt ja jetzt eventuell auch am Wochenende aus. Dementsprechend hat auch wieder eine Blessur, kann auch jederzeit nochmal was passieren. Also es wäre äußerst fahrlässig, finde ich auch, wenn wir jetzt einfach sagen würden, okay, das ist so diese typische Taktik, ach, wir haben so viele Innenverteidiger, da brauchen wir doch jetzt nicht uns den Kopf zu machen, die sind in 1, 2, 3 Wochen, sind die wieder alle fit und dann haben wir viel zu viele hier. Ich denke, das wäre sehr fahrlässig und da gehe ich voll mit dir, Basti, und auch mit dir, Marvin, bitte nochmal kurz die Geldschatulle aufmachen und ich denke, dass es sich lohnen wird. Ja, es ist halt auch ein Trugschluss zu denken, dass sich das irgendwie einigermaßen austariert und ich denke auch nicht, dass es so sinnvoll ist, auch wenn das jetzt kolportiert wurde, ja, von wegen, Chandler kann ja in der Innenverteidigung spielen. Nein, Leute, macht doch so eine Scheiße nicht. Oh nee, ja, habe ich auch keinen Bock dran. Ja, aber das ist doch genau das. Das haben wir doch in der letzten, aber das haben wir noch in der letzten Rückrunde gesehen, als wir mit Oczipka und Chandler in der Innenverteidigung spielen mussten teilweise, was da passiert ist. Da hast du ja wirklich Spiele gehabt, da konntest du ja in deiner Mannschaft auch gar nicht böse sein, weil du hast die Aufstellung angucken und hast gesagt, ja, boah, das ist ja Kraut und Rüben teilweise und das ändert sich immer. Und wenn man doch die Möglichkeit vielleicht wirklich hat, zu sagen, das wollen wir eben nicht mehr, dann würde ich dir auch gerne bitten, dass man das zumindest überlegt, zu sagen, okay, oder Abraham ist wirklich nach dem Wolfsburg-Spiel wieder fit. Dann ist von mir aus, könnte man das so gerade so, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da wird nicht mit offenen Karten gespielt. Bei Fabian war das am Anfang auch so. Ich kann das auch gewisserweise nachvollziehen, dass man das so kommunizieren will, um nicht irgendwie so eine Dramatik in die Sache zu bringen. Aber trotzdem ist mir dabei nicht wohl zu denken, dass Abraham längerfristig ausfällt, beziehungsweise noch 5, 6 Spiele braucht, um wieder voll da zu sein. Weil dafür ist zum Beispiel Salcedo auch noch nicht stabil genug, auch wenn er auf einem guten Weg ist. Genau, also ich sehe das genauso. Ich finde so eine kontrapanische, so eine kontrapanische Aktion jetzt halt nicht immer darauf zu drängen, oh meine Güte, das und das ist wieder passiert, sondern eher ein bisschen beschwichtigen, kann ich absolut nachvollziehen. Ja, aber wir sehen halt, Salcedo ist halt nicht der Innenverteidiger, den es aktuell braucht. Ich fand seine Leistung gegen Freiburg war ehrlich gesagt dürftig. Ich finde, er ist ein ums andere Mal nicht entscheidend richtig in den Situationen gewesen. Denke, das reicht halt einfach nicht und ich will hier definitiv eine Verbesserung sehen. Und natürlich ist uns auch klar, ein Gegentor gegen Freiburg kann immer passieren. Das heißt, also lag jetzt nicht an der Innenverteidigung, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Das lag ehrlich gesagt trotzdem an der Offensive, wo es nicht dazu kam, dass wir unsere Chancen, die wir hatten, entscheidend nutzen konnten. Ja, stimmt. Ja. Das ist korrekt, weil es gab auch viele Situationen, ihr habt ja schon diese prägnantesten angesprochen, aber es gab auch viele Halbsituationen, die nicht so klug fertig gespielt wurden, wo dann halt keine Chance entstanden ist, weil es vorher schon irgendwie ein Fehler gemacht wurde. Das war mir teilweise auch zu umständlich. Auch von ich habe viele Szenen von der Gotha leider im Kopf, wo er falsche Entscheidungen trifft, in der ersten Halbzeit auf der rechten Seite ist er ein paar Mal durchgekommen, wo er einfach auch die entscheidende Sekunde manchmal zu lange gewartet hat. Die Eintracht hatte ganz, ganz viele Situationen, wo ein Spieler so auf der Höhe vom Seiten-16er war
und erstmal geschaut hat, was er macht, und hätte irgendwie 3 Sekunden vorgespielt, war in der Mitte vielleicht einer mal ganz kurz frei und dann wurde dann wieder zurückgespielt. Dann gab es vielleicht auch genug gefährliche Situationen, aber die Eintracht hat da vorne nicht das gebracht, was nötig gewesen wäre. Und ich finde, was ich nochmal gerne von euch wissen würde, wie eure Einschätzung ist, was mich sehr, sehr überrascht hat, als ich im Nachhinein erfahren habe, dass das nicht mal verletzungsbedingte Gründe hat, dass tatsächlich, obwohl Willems, glaube ich, fit war, er lieber einen positionsfremden Spieler, sage ich mal, beziehungsweise einen fußfremden Spieler, den ich Chandler jetzt mal auf links aufgeboten hat, statt Willems. Und Willems war gar nicht mal im Kader, glaube ich, oder? Nee, war nicht im Kader. Was ich gelesen hatte, lag es tatsächlich dran, diese schöne Begründung aus sportlichen Gründen, wohl das Missgefallen der Spiele in der Hinrunde, die letzten Spiele, wohl auch im Trainingslager und Testspiel entsprechend nicht überzeugt hat und dementsprechend für ihn dort ein Abstand zur Mannschaft aktuell noch ist, der ihn eben aus dem Kader rotiert hat an dem Spieltag. So habe ich es zumindest in zwei verschiedenen Medien gelesen gehabt. Marvin, vielleicht kannst du da noch mehr zu sagen? Nee, ich finde, du hast es gut und sehr, sehr, sehr neutral zusammengefasst. Im Endeffekt muss er einfach wesentlich zu schlecht trainiert haben. Ne? Also ich meine, das war eine reine Disziplinarmaßnahme, glaube ich. Und ich gehe fest davon aus, oder das merkst du halt immer wieder, dass Kovac sich das halt überhaupt nicht gefallen lässt und gar keinen Bock hat, wenn Willems scheiße trainiert, dann nein, dann lasse ich halt draußen. Was ist los mit dir? Und genau so ist es. Das sind allein sportliche Gründe. Es ist schlecht trainiert, hat er keinen Bock drauf. Und so notwendig ist es nicht, dass du ihn halt trotzdem einsetzt. So sieht er es zumindest. Und dann lässt er ihn halt außen vor. Und das ist natürlich etwas, was Jethro Williams auf jeden Fall lernen muss. Ist natürlich krass. Klar, Chandler hat jetzt da gespielt, weil Tabata, glaube ich, krankheitsbedingt ausgefallen ist. Aber prinzipiell hatte Chandler ja seinen Job da gut gemacht. Also, dass er dann halt wieder, hätte auf der anderen Seite ein bisschen mehr beackern können, ist die Frage. Aber ansonsten, wenn Chandler auf der Seite doch so die Meter und die Power auch gehen kann, ist das für mich schon zumindest akzeptabel, wenn dann auch Willems vielleicht verstärkt wieder zurückkommt. Ich glaube, ich hatte auch gelesen, Tabata kommt jetzt am Wochenende wieder oder ist jetzt zumindest wieder im Training und kann da ordentlich mitgehen. Denke ich, kann man das so lassen. Aber Basti, du hast schon recht, es ist auf jeden Fall, meiner Meinung nach zeigte schon auch eins, nämlich dass in der Mannschaft, du musst Vollgas geben, um auch in den Kader zu kommen. Wundert mich dann bei so Spielern, dass Hargota das nie im Spiel dann abrufen kann. Das ärgert mich einfach. Er scheint ja, sonst hätte er auch vielleicht jetzt die Berechtigung nicht vor Jovic bekommen. Ja, das ist es halt. Da werde ich wahnsinnig, dass der es nicht auf den Platz bekommt. Sonst, wenn er aber die Leistung im Training etc. nicht bringen würde, denke ich, wäre die Maßnahme auch von Kovac, dass er ihn nicht spielen lässt. Und das scheint zu sein. Also es ärgert mich dann auch in der Hinsicht. Auch, dass ein Danny Blum überhaupt nicht zum Einsatz kam, zeigt, dass er anscheinend nicht, dass ein Barkok eventuell mehr Leistung im Training bringt etc. Also ich denke, ein paar Rückschlüsse kann man dann vielleicht auch auf die entsprechenden Trainingsleistungen der anderen und eingewechselten Spieler machen. Im Großen und Ganzen, ich hoffe, dass Willems da ein bisschen jetzt einen Ruck nimmt, denn er hat mir in sehr vielen Spielen auch in der Hinrunde, insbesondere am Anfang, sehr gut gefallen. Er war dann auch in der zweiten Hälfte der Hinrunde war er wirklich teilweise schwach. Aber gut, schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Ja, ich finde, was du sagst zu Ogota, ich will bei Ogota nochmal ergänzen, was ich einfach kurz festhalten will. Man hat auch ganz krass gemerkt, wie sehr uns dann Ribic echt gefehlt hat. Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Das Element, was er ins Spiel bringt, habe ich echt komplett vermisst. Weil das wäre nämlich das gewesen. Der ist auch oft unglücklich in manchen Aktionen, aber der macht immer Alarm. Also, und das hat, glaube ich, so ein bisschen, vielleicht hat ein bisschen dieses Feuer noch gefehlt, um dann vielleicht dieses Spiel auch nochmal 2-1 zu gewinnen. Und dann würde ich hier ganz anders sitzen. Ich weiß auch, dass es von mir übertrieben war. Tut mir leid, wenn das viele Leute zu hart aufgefasst haben, weil im Endeffekt würde ich jetzt hier wahrscheinlich, wenn wir 2-1 gewonnen hätten, wäre mir das alles gar nicht aufgefallen, was wir jetzt hier analysieren, sondern ich würde denken, boah Jungs, wir sind Fünfter, wir haben 29 Punkte, yeah. Ja, aber das sind halt trotzdem, machst du diese Schritte halt nicht, ne? Das sind halt genau, trotzdem. Und das ist nämlich genau das wollte ich nämlich eben sagen. Findet aber trotzdem nicht im Konjunktiv statt. Das ist genau das. Du machst es nicht und es kann trotzdem auch nicht sein, dass ich jetzt sage, ja, Rebic hat gefehlt, dann ist es klar, nee. Wir haben es, glaube ich, alle drei gesagt.
dieses Spiel gegen diese Freiburger Mannschaft und gerade in dieser Form, in der die Freiburger hier aufgetreten sind, musst du gewinnen, Punkt. Da will ich auch mit niemandem diskutieren. Nee, das sehe ich ganz genauso. Aber was machen wir denn jetzt? Ich meine, wir haben jetzt einen Punkt gegen... Und ganz kurz Mascarello, bevor wir weitergehen. Welcome back, ich freue mich. Er hat so geile Bälle teilweise gespielt. Ja. Der hat einen Diagonalball gespielt, das war echt überragend. Das war fast schon Thiago-Style. Welcome back, ich hoffe... dass er es durchhält, auch wenn wir vielleicht in späterer Zeitpunkt in dieser Sendung noch leider drüber sprechen müssen, dass ja anscheinend das jetzt sehr, sehr schnell ging, das hätte ich nicht gedacht, dass die Interessenten, die vor seiner Verletzung da waren, jetzt sofort wieder auf der Matte stehen. Ja, da sprechen wir auf jeden Fall gleich noch drüber. Schön, dass du ihn gelobt hast. Mascarell ist, ja, wie soll ich sagen, das ist, also ich fand es fast phänomenal, wie er jetzt so schnell wieder zurück ins Spiel gefunden hat und eigentlich gezeigt hat, welche Qualität er doch auf den Platz bringen kann. Und dann, das macht die ganze Sache nur noch ärgerlicher, wenn du dir dann denkst, oh mein Güte, wenn alle Dinge mal zusammenlaufen würden. Naja, was soll man sagen? Aber wir haben jetzt das Spiel gegen Wolfsburg, wo ja einige Dinge zusammenlaufen könnten. Ich muss aktuell sagen, meine Motivation dahingehend ist absolut gegen null. Ja, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht warum, aber irgendwie, so sehr ich mich auf das letzte Spiel jetzt gefreut habe, desto neutraler bin ich jetzt hier bei dem Spiel gegen Wolfsburg für mich auch wieder so eine sehr nervige Mannschaft, zum Glück am Samstag 15.30 Uhr. Aber irgendwie nervt mich Wolfsburg gerade tierisch. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab gar keinen Bock auf dieses Spiel. Ich freue mich auch nicht mehr drauf. Ich würde auch nicht hinfahren, wenn ich hier gerade keinen Bock. Das liegt klar auch an dieser Enttäuschung, die man jetzt durch Naldo und diesen Freiburg-Ausgleich hat. Aber auch, wie du sagst, auch an Wolfsburg selber. Irgendwie nerven die mich, weil die können sich auch irgendwas zurechtgucken. Die sind auch nicht so greifbar, weil da immer Chaos ist. Da weißt du nicht, wie die gerade drauf sind. Das ist ein sehr... Es wäre eigentlich das perfekte Spiel gewesen, wenn wir gewonnen hätten. Ja, genau. Dann wärst du mit breiter Brust dorthin gefahren und hast gesagt, so, verloren haben wir hier noch lange nicht. Es ist aber auch andersrum genau das Gleiche. Kann natürlich auch so ein Spiel sein, was du unglücklich dann auch verlierst und wo du dann halt echt schlecht in die Rückrunde startest. Ja. Und was dann einfach so ein self-fulfilling prophecy ist, im Sinne von, dass du dir wahrscheinlich dann sogar einredest, na toll, jetzt geht es schon wieder los und weiß gar nicht genau warum. Und da habe ich keine Lust drauf, aber gut, es ist jetzt auch noch zu früh, davor riesen Angst zu haben. Ich muss mich jetzt auch mal ein bisschen bremsen, aber es ist, ja, dadurch, dass wir nicht gewonnen haben, ist es ein unglückliches Spiel, was jetzt kommt. Ja, es ist halt auf jeden Fall halt unglücklich, denn du hast auf der einen Seite jetzt auch Wolfsburger, die jetzt kein schlechtes Spiel gemacht haben. Also finde ich in meinen Augen gegen Dortmund. Ja, das war jetzt kein spektakuläres Spiel, aber immerhin ein Punkt gegen BVB ist auch mal nicht so verkehrt. Haben den Abgang von Gomez, bin ich mir nicht sicher, ob sie den kompensiert haben, aber haben auf jeden Fall dann nachgelegt, haben jetzt Joshi Brekalo jetzt im Winter geholt vom VfB Stuttgart, genauso auch Renato Steffen vom FC Basel. Das sind jetzt zwei Spiele. Gerade zu Steffen kann ich jetzt nicht ganz so viel sagen, da bin ich gespannt, wie er sich in der Bundesliga einfinden wird. Es ist für mich extrem schwierig einzuschätzen, die Wolfsburger jetzt natürlich auch dadurch, dass der Trainer jetzt nicht mehr ganz so viele Faxen macht wie die Leute davor. Ich weiß nicht, es ist schwierig, ich gucke mir ehrlich gesagt auch kein Wolfsburg-Spiel freiwillig an, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist also, warum, die kannst du mir auf den Bauch binden oder ganz ehrlich, wenn ich krank sein sollte und wüsste nicht, was ich tun sollte, dann gibt es immer noch Möglichkeiten, Wolfsburg-Spiele nicht zu verfolgen, weil das langweilt mich auch. Also ich meine, so wild ist mein Fußballdrang da nicht mehr, dass ich sage, ich gucke mir freiwillig ein Wolfsburg gegen, was weiß ich, Mainz Spiel an oder so. Also so weit geht's halt einfach nicht. Also, das muss ich echt sagen, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Sehe ich ähnlich. Also, mir sind die nicht nur egal, ich mag die sogar nicht. Ja. Aber die haben halt trotzdem auch gute Spieler mit Mali und Didavi und so ein Kram. Ja. Das ist halt das Problem. Aber wir spielen auswärts, Leute, wir spielen auswärts, also da ist was drin. ja, auch, sehr auch gut. Ein, aber darauf will schöne ich mich nicht kommt wieder. Rebic kommt wieder, da geht was. Leute, ich glaube schon, dass da was geht und auch, Marvin, du sagst zwar, wir haben, klar, das Ergebnis 0-0, es sieht aber, glaube ich, auch ein bisschen besser aus. Ich hatte zumindest mal ein paar Minuten reingeschaut und da war Dortmund wirklich drückend überlegen. Klar können wir jetzt vielleicht nicht ganz mit Dortmund mithalten, aber, oder uns ist wirklich mit denen vergleichen. Es war schon so, dass da viele Schwächen drin sind, wenn wir das, und das haben wir ja bisher die Saison zumindest immer ganz gut geschafft, uns auswärts einigermaßen gut verkaufen.
kaufen, denke ich, ist da auf jeden Fall was drin. Da mache ich mir auch keine Angst. Und auch, wie gesagt, auch das klingt jetzt so blöd, aber ein Rebic kommt wieder, der wirklich für gute Akzente und, oder habe ich das falsch verstanden? Der ist das jetzt sicher, dass er spielen kann am Wochenende? Oder habt ihr da was zu gelesen? Ich glaube schon. Ich glaube, der hat Antibiotika 3 Tage genommen und das sollte in der Woche jetzt drin sein. Ich glaube, er hat ja sogar vor dem Spiel irgendwie noch einen Tag, hat er, glaube ich, schon trainiert, das kam dann zu spät. Mhm. Und ich, also so, dass ich mich nicht zu sehr in Rebic-Euphorie. Nee, also Rebic ist halt genauso wie Tavata. Rebic ist auf jeden Fall genauso wie Tavata zurück im Training und sieht alles relativ gut aus, muss ich sagen. Ja, und dann denke ich, da wird schon was gehen. Und auch wenn Mascarell nur ansatzweise wieder an die Leistung anknüpfen kann. Auch ein Boateng hat mir nicht wirklich gut gefallen gegen Freiburg. Da war auch viel Potenzial nach oben noch. Und er hat ja in vorherigen Spielen auch oft gezeigt, dass er ein ganz wichtiger Mann ist. Mhm. Also ich denke schon, dass da, wenn da ein bisschen das Potenzial nochmal abgerufen werden kann und komischerweise, wir können es auswärts besser abrufen in der Saison als zu Hause, dann denke ich, ist da auf jeden Fall was drin. Okay, was sind denn eure Tipps? Also, dann fange ich mal an. Ich tippe auf ein 2-0 für die Eintracht. 2-0 für die Eintracht? Bei mir genau andersrum. Mhm. Okay. Du bist wirklich in einem, schon deprimiert, könnte man fast sagen. Ne? Ich hab eine Schockdepression bekommen. Ja. Ich glaube, dann sage ich einfach ein mäßig spektakuläres 1-1. Ja, irgendwie, keine Ahnung, so der erste Hype ist jetzt wieder vorbei, man ist so wie in der Realität angekommen, die erste, ja, der, also das erste Euphoriegefühl, es geht wieder los oder so, ist jetzt bei mir auch schon wieder verflogen. Ich weiß gar nicht, womit es zusammenhängt, das ist ja jetzt nicht so, ist ja nicht nur das Wolf, also das Spiel gegen Freiburg, natürlich nervt das, aber irgendwie, keine Ahnung, es ist, keine Ahnung, also irgendwie ist es schade, denn ich hätte mir mehr Hype gewünscht, aber irgendwie sehe ich momentan alles so auf Zielgerade. Eintracht Tabellenplatz 12 wieder oder 11 oder 12 gehen, so in dieser Rückrunde insgesamt. Ach, und irgendwie wäre das schon fast wieder zu wenig. Ich weiß, wie das ist, ja, und außerdem, ja, wir können ja froh sein, dass wir momentan relativ sicher in dieser Liga sind, aber das Problem ist, wenn du Fußballfan bist und selbst Eintracht-Fan bist, dann willst du trotzdem immer ein bisschen mehr und du willst mehr als Platz 12, 13 oder sowas. Ich tue mir momentan extrem schwer. Es ist auch eigentlich drin. Ich weiß nicht, ob es drin ist. Man hängt in so einem Loch im Moment. Ja, ich kann es auch gut verstehen. Aber diese Scheiße, du musst natürlich zwei Baustellen hier beheben. Du musst verdammt nochmal es hinbekommen, diese Heimschwäche wegzubekommen, ja, und deine Chancen zu machen. Außerdem musst du gucken, dass da die Abwehr stabilisiert wird. Die Abwehr stabilisieren kannst du entweder jetzt machen, indem du hoffst und betest, ja, dass alle gesund werden, oder du verpflichtest nach. Und vorne musst du einfach gucken, wenn jetzt ein bisschen auch eine Kombination mit einem Mascarell, mit einem Boateng, dann vorne Gasinovic und ein Rebic und ein Haller vorne. Das ist doch geil eigentlich, Leute. Wir müssen aufpassen, ja, dass wir uns hier nicht zu schlecht reden und jetzt schon wieder sagen, ja. Nee, sorry, Dennis, aber da bin ich noch nicht bereit. Nee. Weil diese Euphorie, die du gerade ansprichst, die hatte ich die ganze Zeit und ich bin noch nicht bereit, die wieder aufzunehmen, weil so, vielleicht sind die gar nicht so geil, wie wir uns das einreden. Dennis, ich weiß, Leute, jetzt sagt es aber doch selbst, dass Mascarell geil war. Ja, ich geh da vollkommen mit. Aber das Problem ist, ich will endlich mal ein Spielsystem der Eintracht sehen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich brutal ehrlich bin, dann sehe ich in dieser gesamten Spielzeit nicht das System, was ich mir erhoffe, wenn ich die Spieler sehe. Es ist ein Missverhältnis zwischen dem Spielermaterial, was wir haben und von dem ich gedacht habe, dass es diese Qualität hat, und ein Missverhältnis von dem, was ich auf dem Platz sehe. Überhaupt gar nicht zwingend von den Punkten, weil die Punkte geben das her. Die Punkte durch viele kurzfristige Führungstreffer oder Siegtreffer haben wir den Dreh dann noch rausbekommen. Also von der Punkteausbeute würde ich das sogar sagen, ist in Ordnung. Aber ich sehe es halt nicht vom rein spielerischen Element. Und da denke ich, da muss langsam mal mehr kommen. Denn dass Kovac die Defensive gut stabilisiert hat in den letzten Jahren, das hat er gut hinbekommen. Dass die mannschaftliche Geschlossenheit da ist, super, dass wir generell eine gute Figur gemacht haben, perfekt, aber offensiv ist noch nicht dieses System erkennbar. Ich weiß, es gibt immer wieder Ausfälle, aber im Grunde muss man jetzt mal sagen, wir spielen echt lang mit Boateng zusammen, Rebic war die ganze Zeit eigentlich auch fit, Aller ist eigentlich ein Tier, der die ganze Zeit gehen kann, Gacinovic war auch fit, da sind schon Leute, oder selbst Marius Wolf war eigentlich auch die größte Zeit eigentlich fit. Also ich will nur sagen, da kann eigentlich schon was passieren und dafür ist es zu wenig. Ja, okay.
Wie ist das denn? Fabian kann am Wochenende auf keinen Fall schon spielen, ne? Nee, das ist ja das Nächste. Das, da haben die auch gesagt, der steigt wieder. Der wird wahrscheinlich noch einen Monat brauchen. Dann ist ja. Es auch schon wieder um. Da sind schon wieder 5 Spiele ins Land. Und das ist für mich noch jemand, der da wirklich noch mal ein bisschen Qualität vorne reinkommt, auch das ein bisschen variabel machen kann. Das ist natürlich dann immer schade, wenn du auf so Spieler verzichten musst. Und auch noch mal das Thema von ganz am Anfang der Sendung aufzugreifen, die Standards. Es muss was passieren, damit diese Standards zumindest ein bisschen gefährlicher werden. Es geht doch nur darum, ein bisschen, zumindest aus diesen neuen Standards oder neuen Ecken, die wir hatten, will ich doch wenigstens 2 sehen, was ich sage, bei 2, wow, hier knappe Dinge und nicht, oh Gott, bei 9 Dingen kannst du 8 in Seiten ausschießen und hast damit genauso viel davon. Ja, aber wie oft, das ja, brauchen wir eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Ich glaube, wir müssen anfangen zu sagen, wenn es mal nicht mehr so ist, reden wir drüber. Weil, ja, genau. Ja, und das ist ja genau das. So ein Spiel hättest du genau mit sowas auch. Du hättest ja eigentlich auch einfach das Spiel mit einem Eckball 2-1 gewinnen können. Und dann wäre genau das eingetreten, was der Marvin gesagt hat, weil ich sehe das ein bisschen ähnlich. Ich habe das auch noch ein bisschen ignoriert, weil ich da eigentlich auch noch geduldig bin, zu sagen, okay, die sind jetzt erst die meisten, also dieser geile Kern, den ich sehe in dieser Mannschaft, der ist ja auch trotzdem erst seit einer Halbserie zusammen. Da würde ich noch sogar sagen, okay, das würde mir sogar reichen, wenn ich das erst nach dem nächsten Sommer sehen würde, wenn es nicht einen krassen Umbruch gibt. Da würde ich noch mit mir reden lassen. Was ich trotzdem nicht verstehe, ist, dass die Eintracht momentan nicht in der Lage ist, zu Hause einen Gegner wie Freiburg zu schlagen. Ja. Und da müsste man sich ja was ausdenken, weil das sind ja auch für uns eigentlich die entscheidenden Spiele. Diese Sachen zu sagen, okay, gegen gute Gegner, die uns mehr Platz lassen, können wir gut agieren, das ist ja eigentlich ein schöner Zusatz. Ja. Also zu sagen, das ist eigentlich ein Aufbaumodul, zu sagen, okay, das kann man da draufsetzen, wenn man seine Heimspiele gegen Gegner, die zumindest auf Augenhöhe sind, gewinnt. Und diese Mannschaft würde das auch hergeben, sorry. Also diese Mannschaft, die da nominell auf dem Platz steht, würde es hergeben, dass sie in der Lage sind, zu Hause Freiburg nicht überdeutlich, aber auch nicht unterdeutlich zu schlagen. Und das vermisse ich genauso wie der Marvin auch, ehrlich gesagt. Sehe ich genauso. Ja, also wie gesagt, da ist wirklich noch ein bisschen was zu tun. Ich will die Kritik jetzt nicht zu hart werden lassen, aber ich denke, man kann sie mal anbringen. Es ist durchaus legitim, unabhängig davon, dass vielleicht in der ganzen Bundesliga jetzt nicht die größte Spielqualität vorherrscht, ist es halt auch bei der Eintracht so ein bisschen ein Ding. Ich hoffe, es gibt eine Besserung. Eine Frage oder ein Thema, was ich mit euch jetzt mal ganz kurz anreißen will, ist im Grunde, wir spielen jetzt im Pokal, also Pokal ist jetzt auch schon bald, es wird jetzt ausgelost. Seid ihr denn eigentlich mit der Terminierung an sich zufrieden? Wir spielen um 18.30 Uhr oder also was gibt es da für eine Aussage von euch? Ich finde es scheiße, weil ich lieber das 20.30 Spiel habe. Es ist stressig, von Arbeit zu hetzen etc. Also Mist, aber gut. So ich finde jetzt nicht scheiße, dass ausgerechnet wir das haben, weil sonst hätte es ja ein anderer. Das ist für jeden Stadiongänger scheiße unter der Woche um 18.30 Uhr. Genau. Also das schließt ja ziemlich viele auch aus, die eben nicht mal so schnell dahin hüpfen können. Soll ich es jetzt einen Tag freinehmen? Ich finde es blöd, ehrlich gesagt. Nur weil die Spiele auseinanderziehen wollen, die können auch einfach beide um 20 Uhr stattfinden. Ja. Ja, aber jetzt mal, also ich finde es jetzt, ja, sehe ich genauso. Ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen, welchen Sinn hat denn das im Endeffekt? Du beträgst ja eh nur 2 Spiele, ne? Jetzt ist halt mal zum ersten Mal seit langer Zeit kein Bayern-Spiel. Bisschen provokant gesagt. Im Fernsehen, ja, gegen Paderborn ist ja nicht ganz so attraktiv, da wird halt stattdessen Leverkusen-Bremen gezeigt. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt Schalke, Wolfsburg so viel mehr Leute anzieht, kann ich mir schon vorstellen, ist okay, aber ich meine, dann zeigen die halt Schalke, Wolfsburg und dann kannst du auch die Eintracht gegen Mainz zur gleichen Zeit laufen lassen. Da hast du auch noch viel mehr Pokalfeeling, dass du sagst, jetzt die Eintracht spielt dann am 7. Februar, da ist da noch ein bisschen mehr Feeling, weil beide gleichzeitig, da kann man vielleicht hin und her switchen, da ist vielleicht auch ein Spiel nicht ganz so langweilig, wenn ich das in Einzeloption mir anschauen muss. So, keine Ahnung, kann man doch machen. Und du hast, wie du gerade gesagt hast, du haust damit niemandem im Kopf, weil es ist natürlich so, 18.30 Uhr ist dann für alle Leute, die jetzt dann auch, für die Leute, die in Frankfurt arbeiten, kacke. Und noch beschissener, für die Leute, die jetzt zum Beispiel das sind nicht so ganz so viele, aber die paar, die von Mainz nach Frankfurt fahren, ja, die sich, für die ist es auch scheiße. Es ist, weiß nicht, finde ich nicht geil. Und wenn du dann nochmal eine Auswärtsfahrt, eine größere Fahrt vor dir hast, ich meine, Mainz hat ja das Glück, dass es relativ wenig Kilometer nach Frankfurt sind, aber das ist einfach, also für unter der Woche finde ich das, ja, ungünstig. Dürfen ja auch nicht vergessen, dass natürlich auch viele
Fans, die zu Heimspielen von der Eintracht gehen, gar nicht hier bei uns im Umkreis wohnen. Für die ist ja, guck mal, wenn du aus Fulda kommst beispielsweise, ne, dann musst du einen halben Tag frei nehmen. Also es ist einfach schlecht, es ist einfach auch so ein bisschen überholt. Klar ist das heute mit diesem, ich möchte den Spieltag so weit wie möglich aufsplitten, aber ich bin auch voll bei euch. Gut, man könnte irgendwie sicherlich da auch was machen, dass man es noch ein Stückchen nach hinten schiebt. Ich weiß nicht, ob es dann zu spät werden würde. Der Abendanpfiff ist um 20 Uhr oder um 20.30 Uhr. Ja, warum muss es denn überhaupt einen Abendanpfiff geben? Das verstehe ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß nicht genau, ich kenne gar keine Zahlen, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man sagt, oh, Gott sei Dank haben wir Frankfurt gegen Mainz auf 18.30 gelegt, da haben wir 500.000 Zuschauer mehr. Ja, gibt ja jetzt nicht so viel. Also ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, Grüße an den Axel, dass der Axel daheim sitzt und sagt, ach, ich muss jetzt aber schnell von der Arbeit heim, weil ich muss mir jetzt mal Frankfurt gegen Mainz im Pokal anschauen. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass der Dennis daheim sitzt und sagt, oh Marvin, ich kann jetzt nicht antworten bei WhatsApp, ich muss Schalke gegen Wolfsburg aber ganz schnell um 18.30 Uhr auf der Couch sehen. Mareike, du musst mal kurz still sein. Also das sind ja, weiß ich ja nicht. Leider doch. Es gibt ja schon Spiele, wo du sagst, wo da spielt Schalke gegen Bayern. Da würde ich verstehen, okay, das muss ins Fernsehen, das muss auch gesondert gezeigt werden. Aber meine Güte, diese Spiele, die da teilweise sind, und das ist ja auch vorher schon so gewesen. Ich weiß nicht, wo haben wir... Ach, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, das ist ja jetzt nicht so, dass ich glauben würde, okay, das verstehe ich jetzt, das hat Champions-League-Niveau von den Einschaltquoten europaweit, bla bla, dass das unbedingt notwendig ist zu sagen, das muss um 18.30 Uhr stattfinden. Mhm. Weil das ist einfach trotzdem eine stadiongängerunfreundliche Zeit. Der DFB zeigt damit, dass es dem scheißegal ist. Das hat er auch dadurch gezeigt, dass er echt lange gebraucht hat, um das überhaupt mal festzulegen. Ja, also richtig. Wenn du dich schon einen halben Tag freinehmen musst, musstest du ja jetzt auch noch bis kurz vor knapp warten. Also das hat sich ja auch noch verzögert alles. Finde ich sehr, sehr nervig, aber rundet mein Gesamtbild vom DFB eigentlich ab. Hm. Und auch passend eigentlich zu dieser ganzen Thematik unter der Woche eigentlich Fußball spielen, ist ja auch das Spiel gegen Leipzig zu bewerten. Das ist ja unser erstes Montagsspiel, was wir haben werden. Momentan, vieles, was ich höre, ist eher natürlich kritischer Natur, nicht zum einen natürlich, weil Montagsspiel, aber auch gibt es eigentlich schon eine gewisse Reaktion von Fans, die dem Spiel fernbleiben wollen. Wie steht ihr denn dazu? Das Spiel ist am 19. Februar. Da habe ich schon öfter gehört, okay, da kaufe ich keine Karte. Momentan läuft es auch relativ schwer an, wenn man sich Trikots der Frankfurter Eintracht kaufen will. Genau, kriegt man, glaube ich, ein oder zwei Tickets für RB Leipzig dazu, also für das Spiel gegen Leipzig. Das spricht schon eine deutliche Sprache. Was ist denn euer Take dazu? Also ich muss dir wirklich sagen, Marvin, das ist in meinen Augen gehört das wieder abgeschafft, aber gut, ich habe nichts zu sagen, ich habe nichts zu entscheiden. Die Entscheidung, die ich treffen kann, ist, gehe ich hin, gehe ich nicht hin. Ich denke, wir müssen uns da nochmal in Ruhe besprechen, ob man uns eventuell einem Boykott anschließen, was ja so ein bisschen gerade angesprochen wird, ob man sagt, um ein Zeichen zu setzen, besucht man das Spiel einfach nicht. Ich bin ein bisschen zwiespältig, weil klar ist das so eine Sache, ich kann es verstehen, dass die heute hier, damit sie die Einnahmen generieren können, auch die Bundesliga auseinanderreißen wollen, wie bis zum geht nicht mehr, aber es ist halt auch irgendwann mal genug ist genug, die Spieltage sind eh schon oder die Anpfiffzeiten, was weiß ich, mit diesem Sonntagsspiel um 13 Uhr oder sowas, das ist ja schon das allerletzte, aber jetzt auch noch der Montagabend, also da reicht es mir langsam. Mir ist es zu viel und ich bin absolut dagegen. Ja, ist ja die doppelte Komponente. Mal besprechen. Ist ja nicht nur ein Montagsspiel, sondern halt auch gleichzeitig gegen Leipzig, ich glaube. Ja, Basti, wie siehst du das? Ja, ich hätte genau das gesagt, was du eben gesagt hättest. Das ist ja so eine Kulmination von zwei Dingen. A gegen Leipzig, B montags. Zeigt so ein bisschen, das reißt einen so ein bisschen in die schöne neue Fußballwelt. Zu sagen, okay, da kommt ein Gegner, der einen nicht bockt, die werden wahrscheinlich auch nicht viele Leute mitbringen. Das ist der Montags, wahrscheinlich wird das Wetter so wie jetzt sein. Da tut man sich dann eh schon schwer zu sagen, ich gehe jetzt montags ist eh ein blöder Arbeitstag, zu sagen, ach geil, jetzt gehe ich heute Abend noch eises Kälte und schaue mir eine Heimniederlage gegen Leipzig an. Da muss man schon viel, viel Ignoranz aufbringen oder viel, viel Liebe zur Eintracht. Aber was ich euch gerne fragen würde, weil ich habe davon noch gar nichts gehört. Ich habe das bei den Dortmund-Fans von dieser Vereinigung Südtribüne oder wie das heißt mitgekriegt, dass sie das machen wollen irgendwie bei einem Montagsspiel oder irgendwann. Aber ich habe jetzt nicht mitgekriegt, dass es tatsächlich seriöse Boykottaufrufe von
aus der Fanszene Frankfurt gibt, da hätte ich gerne nähere Informationen, weil das fände ich zum Beispiel eigentlich einen interessanten Ansatz, weil ich finde dieses, ja, wir fahren nicht auswärts, um zu protestieren, das verstehe ich nicht, weil das fällt eh nicht auf. Also den Auswärtsblock sieht man bei Sky nicht so oft, also dass man denkt, okay, oh, da ist ja gar keiner diesmal, weil das ja auch meistens eh nur 2000 sind. Ich fände das deutlichere Symbol zu sagen, okay, wir setzen ein richtiges Statement, wäre tatsächlich mal, wenn die Zuschauer einem Heimspiel fernbleiben würden. Das hätte für mich einen krasseren Impact und würde vielleicht auch einfach mal ein Statement setzen, weil Dennis sagt, er hat nichts zu sagen, ich habe auch nichts zu sagen, der Marvin auch nicht. Aber wir alle zusammen hätten schon was zu sagen, weil dann ist dieses Spiel für Sky auch nicht mehr so attraktiv, wenn das vor fast leeren Rängen stattfindet. Ich glaube, das wäre immens problematisch. Also das Einzige, was ich jetzt aktuell gelesen habe, ist, dass es halt diskutiert wird, dass Eintracht-Fans anscheinend darüber, beziehungsweise darüber diskutieren, über einen Boykott, ob das vielleicht relevant wäre. Ich muss sagen, ich habe mich schon länger nicht mit dem Forum rumgetrieben. Kann gut sein, dass das da ein Thema ist, ja. Und wenn ich in einem Bericht der Offenbacher Presse jetzt hier, warte mal kurz, Zuschauerrekord gibt es nicht. Na gut. Auf jeden Fall, es scheint so zu sein, dass es intern die ein oder andere Diskussion gibt. Ich habe das jetzt auch noch nicht seriös wahrgenommen. Also jetzt beim letzten Spiel gab es zum Beispiel noch gar keine Statements dazu. Ich denke, das ist halt noch ein bisschen hin. Also wir haben jetzt noch einen Monat. Diese Diskussion wird sich in den nächsten Wochen ja auch erst noch mal wird nochmal Fahrt aufnehmen. Ich glaube, das kann noch passieren. Glaub aber, dass es durchaus interessant wäre, darüber nachzudenken, wenn ein Boykott, dann natürlich zu Hause, weil, wie du eben das richtig gesagt hast, wenn gar keine Stimmung ist in Frankfurt. Das heißt, wenn statt 50.000 halt nur 20.000 kommen, du kannst ja von den Leipzig-Fans auch gerade montags eh nicht viel erwarten, dann ist das auch ganz, ganz problematisch für die Idee der Montagsspiele, ein attraktives Fußballspiel zu bringen. Denn, das führt die ganze Idee ad absurdum. Du willst ja eigentlich, du dehnst ja diesen Spieltag aus, um mehr schöne Spiele zu zeigen. Aber was ist ein Fußballspiel, gerade in der Bundesliga, wenn die Stimmung scheiße ist? Ist halt die Eben. Frage, aber ob das nicht auch teilweise damit bezweckt werden soll, heute weg von den Fans, die problematisch sind in der Kurve, hin zu die Leute sollen es zu Hause gucken, sollen ihr Abo bei Sky kaufen. Und ja, aber, dann das ist ja trotzdem nicht attraktiv für den Fernsehzuschauer auch nicht. Also sich so ein Spiel anzuschauen. Aber guckt man sich im Fernsehen, guckst du dir doch auch, wenn es ein Geisterspiel ist oder sonst irgendwas, gucken wir uns ja auch. Ich denke, so kurz wird da gedacht. Ich bin voll bei euch. Ich habe es auch lieber. Also ich würde mir nicht regelmäßig Geisterspiele angucken, ehrlich gesagt. Also so ein bisschen. Ich glaube aber, da gehören wir eher zu den Exoten, Basti, muss ich dir wirklich sagen. Das ist das Problem. Ich glaube, wenn du dir so die breite Masse, du guckst ja auch, wenn du das Fernsehprogramm, was für Fans angeblich produziert wird, anschaust, da denkst du, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wen befragt ihr denn da? Aber das scheint die große Masse zu sein. Ich glaube wirklich auch, dass eine große Masse sagt, ich will hier ein schönes Spiel sehen, was interessiert mich, was so die Gaukler da auf der Tribüne machen, oder ich will hier hören, was für kompetente Sachen der tolle Reporter spricht, wo jeder von uns sagt, oh Gott, am liebsten würde ich nur einen Stadionsound anmachen. Mhm. Das ist, ich glaube, da messen wir eventuell teilweise, also das ist nur eine Vermutung von mir, mit einem falschen Maß, weil ich könnte mir vorstellen, dass das sogar was ist, wo die sagen, hey cool, kriegen wir sogar noch die Chaoten raus aus dem Stadion, machen wir vielleicht am Montag jetzt Spiele, wo normalerweise harte Fanszenen aufeinandertreffen, was als Risikospiel eingeordnet werden muss, weil dann gehen sie eh nicht dahin, da kommen nur wenige, das ist vielleicht dazu Dings. Also ich denke, da ist ein extremer Rattenschwanz, den man vielleicht so gar nicht erstmal jetzt heute auf dem Radar hat. Ich hoffe einfach, dass es generell abgeschafft wird. Ich glaube aber, es wird tatsächlich relativ schwierig. Ja, ich glaube zumindest, kann sein, Dennis, dass ich da auch so ein bisschen blauäugig bin, zu denken, okay, ich hoffe ja wenigstens, dass Leute, wenn die zum Fußball gehen, auch irgendwie ein stimmungsvolles Szenario haben wollen. Kann aber sein, dass du recht hast, dass das für den Fernsehzuschauer unerheblich ist, der dann dem das reicht. Ich glaube aber trotzdem, dass es genug gibt und auch genug, ich sag mal, wie soll man es nennen, genug Journalisten, die das zumindest aufgreifen würden, was dann dazu führen würde, dass es zumindest eine öffentliche Diskussion gibt. Also das, glaube ich, würde schon stattfinden. Das ist ja schon mal gut, ja. Das würde, glaube ich, schon stattfinden, wenn man wirklich mal sagt, die Frage ist ja, das ist wahrscheinlich auch nicht durchsetzbar. Es wird wahrscheinlich auch nicht jeden erreichen. Das gab es ja schon bei 12:12, ging es mit dem Schweigen, das hat gut funktioniert, war wohl auch gut informiert. Aber ich glaube nicht, dass das machbar ist oder dass das durchsetzbar ist.
zu sagen, okay, es geht keiner hin zu diesem Spiel, was ich persönlich krass feiern würde dann, wenn gar keiner hingeht. Das wäre, ich glaube, das wäre als Impact, wäre das, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Natürlich muss, hat man natürlich das weinende Auge zu sagen, man lässt ja auch die Mannschaft im Stich. Also das ist ja trotzdem das Blöde an der Sache und das wissen, glaube ich, die Verantwortlichen auch, dass Fans da zwei Herzen in ihrer Brust haben. Weil die wollen ja auch nicht unbedingt gerne auf ein Heimspiel verzichten und die Unterstützung der Mannschaft, weil so eine Unterstützung ist ja vielleicht an gewissen Stellen schon ja wirkungsvoll. Und das ist ja natürlich blöd. Und das ist, glaube ich, genau das würde sich auch wieder spiegeln, wenn du so einen Boykottaufruf machst, dass dann trotzdem 30.000 hingehen werden, die eben genau sagen, nee, ich lasse die Mannschaft nicht im Stich, was ja auch eigentlich ein nachvollziehbarer Gedanke ist. Deswegen finde ich es ganz schwierig. Ich persönlich würde es aber feiern, wenn montagsabends Eintracht zu Hause gegen Leipzig, kein Mensch in dem Stadion mehr. Ja, irgendwie schon. Ne? Es ist halt auch extrem bitter, wenn die Kathi hat uns gerade geschrieben, schöne Grüße, hat auch live zu. Und sie kotzt es an, dass sie sich Karten für das Spiel gegen Leipzig geholt hat, weil, und das ist auch echt tricky, ne? Die hat die Karten sich geholt, als noch gar nicht klar war, dass es am Montag stattfindet. Wie bitter ist das eigentlich, ne? Stell mal vor, du kommst halt von weiter weg, ne? Denkst, ah, geil, fahre ich irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wo sie wohnt, aber stell mal vor, du kommst halt ein bisschen weiter weg, kommst halt nicht direkt aus Frankfurt, fährst halt 20 Minuten mit der S-Bahn, sondern bist halt irgendwie eine Stunde oder anderthalb Stunden unterwegs. Man darf das Einzugsgebiet der Frankfurter Eintracht echt nicht unterschätzen. Ja, dann fährst du doch nicht zwingend an einem Montag dann diesen ganzen Weg. Das ist schon scheiße, muss ich echt sagen. Ich finde diese ganze Idee einer Montagsspielkonzeption am dauerhaften Rahmen total für den Arsch. Das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Und ich glaube nicht, dass es so sinnvoll ist, das durchzuziehen. Aber gut, wir werden es im Auge behalten. Ich glaube, da wird auch noch in den nächsten Wochen, werden wir noch öfter mal drüber sprechen. Und behalten das auf jeden Fall mal im Blick, würde ich sagen, okay? Der größte Fehler war aber doch hier schon, sich überhaupt Karten gegen Leipzig zu holen. Entschuldigung. Naja, also, also ich hätte es ja trotzdem gemacht. Ich hätte es ja auch gemacht, weißt du? Ja. Klar, ja, ja. Du willst ja jedes Spiel mitnehmen. Ist ja genauso wie wir, weißt du? Wir freuen uns ja, kommt Fußball und so. Stimmt ist schon, geil. Stimmt. Ja, alles gut. Das Ding ist, ich gehe wahrscheinlich auch ins Stadion. Ja, warum auch nicht? Ne? Es ist halt schwierig. Wir müssen uns da jetzt auch nochmal eine einheitliche Linie finden. Ich bin mir auch momentan... Okay, genau, wir machen jetzt. Wir werden das in den nächsten Wochen bekannt geben. Ja, ich bin halt hin und her gerissen. Natürlich bist du hin und her gerissen zwischen Team-Support oder halt mal Statement setzen. Ist schwierig. Ich glaube, für jeden Spieler nicht ganz, für jeden Fan nicht ganz einfach. Schauen wir mal, was die nächsten Wochen bringen, welche Lösung wir da eigentlich haben. Basti, du hast vorhin angesprochen, es gibt Gerüchte bezüglich irgendwelchen Transfers. Was kannst du da näher aufschlüsseln? Was habe ich gesagt? Naja, du hast so ein bisschen, du hast Mascarell angesprochen. Ach so, ja genau, das war so ein bisschen, das ging für mich ziemlich flott. Also diese Freude, also diese einzige Freude, die ich aus dem Wochenende gezogen habe, war wirklich, dass er genauso weitergemacht hat, wo er aufgehört hat. Und wir haben ihn ja, glaube ich, auch letzte Saison zu unserem Spieler der Saison gewählt. Für uns, für den Eintracht-Podcast. Er ist einfach ein geiler Kicker. Er hat eine Ruhe am Ball, die ist einfach geil. Die tut auch dieser Mannschaft gut, die an gewissen Stellen, wenn es irgendwie schneller wird, ein bisschen hektisch wirkt zumindest. Der Prinz hat da schon so ein bisschen gut Ruhe reingebracht. Und er, wenn man er auch noch dabei ist, ist das schon von einer sehr hohen Qualität. Ja, und jetzt haben aber, glaube ich, Sevilla und Hoffenheim quasi ihr Interesse, was sie, glaube ich, sowieso schon hatten, weil er ja auch, glaube ich, eine ziemlich niedrige, oder hat, glaube ich, eine Rückkaufklausel, die ziemlich niedrig ist und dadurch könnte Real, oder ist es Real? Ich dachte, der ist jetzt gebunden an uns bis 2019, habe ich irgendwo gelesen gehabt. Also das mit dem Rückkauf auch ist da, glaube ich... Weil er ist ja nicht gewechselt, genau, er war ja dann verletzt, als das ein Thema war. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Situation jetzt ist. Ich glaube, aber letztes Sommer war es doch so gewesen, dass der eine ziemlich niedrige Rückkaufklausel hatte und Real ihn dann quasi gewinnbringend hätte weiterverkauft. Ich glaube, so war es, aber ich meine, das ist fertig. Ich meine, er gehört jetzt sozusagen, in Anführungszeichen, gehört uns bis 2019. Aber es kann sein natürlich, dass er wieder eine Ausstiegsklausel hat, die wahrscheinlich auch nicht so hoch ist. Ich habe noch gelesen, dass FC Everton mit dran ist. Ansonsten muss ich natürlich sagen, also ich würde kotzen, wenn du an Hoffenheim abgeben würdest, ja. Weil wenn du dir anguckst, 27 Punkte haben wir beide, das ist ein direkter Konkurrent, das wäre in meinen Augen der größte Fehler, den du machen kannst. Zu Sevilla oder Everton würde ich dann auf jeden Fall präferieren, aber natürlich die absolute Ausgangssituation ist für mich auch, ihn auf jeden Fall noch mindestens bis zum Sommer zu halten, weil ich habe da auch gelesen, wie du auch, glaube ich, Basti, dass es jetzt im Winter sogar schon eventuell da Gespräche gibt und Wechselabsichten, das wäre natürlich krass.
Ja, es ist halt eine schwierige Situation. Ich glaube, das Einzige, was wir jetzt noch zu den Vertragsdetails sagen können, ist wirklich, dass Real Madrid, glaube ich, weiterhin eine Kaufoption hat. Ja, aber ich glaube, die ist trotzdem in einem akzeptabel hohen Rahmen. Die Sache ist halt aber, wenn es andere Vereine gibt, wie halt Hoffenheim, echt, das wäre extrem bitter. Da hätte ich halt mega keinen Bock. Es wäre trotzdem typischer Hoffenheim-Transfer. Ja, also es würde total zu Hoffenheim passen, dem direkten oder dem Konkurrenten einen wegkaufen. Ich hoffe aber auch, dass wenn es irgendwann dazu kommt, dass es nicht nach Hoffenheim, sondern eher, ich weiß nicht, ob Everton England so für ihn das Richtige wäre, muss ich sagen. Ich glaube fast eher bei Sevilla wäre er besser aufgehoben, auch im Hinblick darauf, dass er ja noch relativ jung ist mit 24 Jahren. Vielleicht könnte er noch mehr gehen. Aber ich will ihn auch nicht gehen lassen, wenn ich ehrlich bin. Ich denke, das ist ganz klar. Gerade nicht in der Winterpause. Ja. Basti, siehst du genauso, ne? Ja, ich will auch gar nicht dran denken, dass er nach Hoffenheim geht zu meinem Lieblingstrainer. Nee. Auf der anderen Seite, was man so ein bisschen gehört hat, wo sich vielleicht was ansammeln könnte, je nachdem, wir haben ja eben schon über Innenverteidiger gesprochen. Es ist noch ein paar Tage Transferfenster offen, das heißt, da gibt es viel Geplapper, aber so ein paar Sachen könnten vielleicht Bestand haben, unter anderem die Idee, dass Nikola Maximovic, der momentan beim SSC Neapel unter Vertrag ist, dass der vielleicht bei der Eintracht anheuern könnte. Die Frage ist halt, in welcher Situation, beziehungsweise ob als Leihspieler oder fest verpflichtet. Würde fast eher momentan sagen, dass sich das eher als Leihsituation widerspiegelt. Maximovic ist ein Innenverteidiger, der eigentlich davor vom FC Turin kam, aber für richtig viel Geld. Deswegen gehe ich davon aus, dass nur eine Leihe eigentlich wirklich in Frage kommen könnte. Der hat damals 20 Millionen gekostet. Also das sind halt Sphären, in denen wir wirklich nicht schweben können. Ja, auch wenn er jetzt natürlich nur noch einen Bruchteil davon wert ist, weil er nur zwei Ligaspiele bislang gemacht hat. Also ich sag mal so, in Sachen, wenn es darum geht, die Spieler wieder irgendwie an den Betrieb ranzuführen, beziehungsweise für die Nationalmannschaft attraktiv zu machen, könnte es jemand sein, 26 Jahre alt. Also gehört übrigens auch zu diesen Lien Sports, zu dieser Lien Sports Gruppe, wo ja einige Spieler, die auch bei der Eintracht unter Vertrag sind, ja, zugehörig sind. Das heißt, Emir Gacinovic, den wir ja alle gut kennen, genauso auch Ante Rebic und ich glaube noch Tavata auch, Jovic auch. Du merkst, also da mit Lian Sports macht die Eintracht öfter Geschäfte. Ja, also dieser Sollten Spiele, wir mal untersuchen. ja, Vermittlungsorganisation. Vielleicht sollten wir es lieber nicht untersuchen, wenn wir nicht ein größeres Shithole aufmachen können, um Trump zu zitieren. Ja, ja, weiß ich nicht. Also klingt interessant, aber was da drin dran ist, kann ich schwer beurteilen. Wäre aber für die Innenverteidigerposition vielleicht ganz attraktiv. Ansonsten hast du fürs defensive Mittelfeld das Gerücht mit Dimitrios Kubeles, den ich noch nie in meinem Leben wirklich gesehen habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Also er spielt bei Panathinaikos, Okay. also da also, kann man Panathinaikos Athen kann ich nichts so zu sagen. Ja, lassen wir das Gerücht mal so stehen. Ich glaube nicht für den Winter. Ja, Maximovic finde ich eigentlich wär sehr, sehr interessant, weil das eigentlich so das Spielerprofil ist, genau, was die Eintracht so hat. So Spieler, die eigentlich zu groß für die Eintracht sind, aber durch so einen kleinen Bruch gerade wieder für die Eintracht interessant geworden sind, so wie Boateng. Also Boateng ist ja von seinen Fähigkeiten eigentlich wahrscheinlich kein Spieler für die Eintracht, aber irgendwie ist da nicht alles rund gelaufen. Ja. Ja, und du hast es ja auch schon gesagt, weil ich glaube, Seferovic war es ja auch bei dieser Agentur schon gewesen. Also dass diese Verbindung steht auch so ein bisschen länger schon. Keine Ahnung, warum das so ist, werde ich jetzt mal ignorieren, weil beim Gacinovic-Transfer muss man ja auch sagen, ist also auch alles nicht so sauber Nee, abgelaufen. habe ich jetzt auch gerade drüber nachgedacht. Das ist immer so schwierig. Also einerseits beschwert man sich über dieses Geschäftsgebaren, aber andererseits macht die Eintracht da einen gewissen, ganz kleinteilig auch mit. Das ist immer ein bisschen eklig. Ja, weiß ich, bin ich jetzt gar nicht informiert, wie da die Modalitäten wären, was da für Konstrukte möglich wären, wie man ihn verpflichten könnte. Wäre aber einer, den ich mir auf jeden Fall gefallen lassen würde, weil er sehr, sehr robust auch ist und diese Lücke, die Abraham ja und gerade hinterlässt, mehr als schließen könnte. Also eigentlich sehe ich ihn ja sogar über Abraham. Das ist so ein knappes bisschen unter oder fast gleich wie Vallejo. Aber ja, ich tue mich noch schwer, irgendwie mich über solche Gerüchte zu freuen, weil das für mich noch unrealistisch ist, aber das hätte ich beim Prince auch gedacht und ja gut, also von daher, lass mich gerne überraschen. Ich hoffe nur wirklich, die Eintracht
sitzt im stillen Kämmerlein und denkt zumindest über Innenverteidiger nach. Das wäre eine feine Sache, ja. Ein bisschen ein abseitiges Thema, was ich aber mal ganz kurz ansprechen will, weil ich total verwundert bin, dass der FC Köln einen Spieler verpflichtet hat. Ja. Ja. Vincent Conciello, wo ich denke, okay, da ist doch jetzt Armin Fee. Warum holen die so einen guten Spieler? Ja. Also, das ist ganz merkwürdig. Der Kontakt muss schon länger bestehen, hat mir dann sofort gedacht. Ich meine, also das ja. muss schon vorher vorbereitet gewesen sein. Das ist schon absurd, ne? So ein Spieler, ein 22-jähriger junger Spieler, der für die U21 der Frankreich schon die eine oder andere Partie bestritten hat. Eigentlich auch ja, ein Spieler mit viel Potenzial, ist halt ein bisschen klein, das muss man natürlich dazu sagen. 1,68 Meter, aber trotzdem so ein Marktwert hat, so von einfach mal locker 11 Millionen, was jetzt nicht so wenig ist. Hat jetzt in Anführungsstrichen nur 3 Millionen die Kölner gekostet. Natürlich so ein perspektivischer Transfer auch, aber irgendwie hat mich das gewundert, oder? Ich weigere mich auch noch zu glauben, dass Armin Fee damit was zu tun hat. Aber ich fand es auch gut und der Axel ist auch sehr begeistert. Wir haben gestern bei 93 ein bisschen ausführlich über den Spieler gesprochen. Der David konnte uns da so ein paar Informationen geben. Mhm. Das ist halt auch so, das ist genau dasselbe Schema wie bei Eintracht. Also du hast einen Spieler, der wirklich zu seinem Zeitpunkt irgendwie gehypt war. Williams ist ja auch zum Beispiel so einer, der dann aber nicht den nächsten Schritt gegangen ist. Favre hat gerade irgendwie keine Verwendung für ihn, aber er ist trotzdem so. Ich glaube, David hat gestern bei uns gesagt, er wird schon so ein bisschen alt. Er wurde damals, als er in seiner ersten Hochzeit war, will ich mal nennen, schon ein bisschen so, als er der nächste Iniesta gehandelt, der ja auch nicht der Größte ist. Also ich glaube, das ist schon ein technisch starker zentraler Mittelfeldspieler. Mhm. Und von denen gibt es ja nicht so viele. Also von daher. Ja, musst du halt nur mal aufpassen, da ist immer die Fallhöhe groß, entweder Iniesta oder Marco Marin. Ja, mhm. Ja. Ja, aber gerade bei der Größe ist schwierig. Naja, gut. Ja. So, wir kommen jetzt zu einer Kategorie, bei der ich das Ergebnis nicht der letzten Woche weiß, aber das soll uns ja egal sein. Jetzt erstmal ein kurzes Intro. Rummenigge, I'm a fan. Danke, danke, danke sehr. Rummenigge, Rummenigge, all night long. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Wunderbar, wie der René das gemacht hat mit diesem Jingle. Das erfreut mich, muss ich sagen. Ja. Wie gesagt, den Dummschwätzer der letzten Woche kann ich leider nicht auflösen, weil der René mir nicht gesagt hat, wer es wurde. Also da müsst ihr dann mal bei uns auf der Seite vorbeischauen. Also haben wir weiter. Wir haben den Cliffhanger. Vielleicht bereiten wir dann alles für die kommende Woche vor. Dann wisst ihr erst recht Bescheid. Aber wen haben wir denn für diese Woche? Haben wir da was? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mein Potenzial fast letzte bei unserer Dummschwätzer-Sendung schon verballert. Über Nagelsmann und Silvester haben wir schon gesprochen, ne? Ja, über Nagelsmann und Silvester haben wir schon gesprochen. Ja. Und das ist aber vollkommen okay. Wir haben ja eine Hörernominierung von ISOSTAR 11. Ja, ich glaube, Freddy Bobic wurde nominiert von einem unserer Hörer. Wer war das nochmal genau? Ah, genau. Bobic für seine Aussage. Der Benedikt G5 für Bobics Aussage über den Acker im Stadion. Ja. Das hat mich auch sehr verwundert. Und da hat Kovac ihm ja auch gleich in die Parade gefahren. Das habe ich auch nicht verstehen. Ja. Das habe ich auch gar nicht verstanden. Ich verstehe schon die Kritik, aber ich verstehe den Zeitpunkt nicht. Weil ich glaube, so wie das kommuniziert wurde, war das klar. Weil es halt, ich glaube, die Stadionbetreibergesellschaft, die ich auch nicht unbedingt gut leihen kann, hat ja vorher darauf hingewiesen, es regnet halt zu viel. Der Platz muss getauscht werden, das wissen wir. Können wir jetzt noch nicht machen, wird jetzt bald gemacht. Und nach so einem Spiel finde ich es auch unglücklich. Das kann er von mir aus unter der Woche dann sagen. Also ja, zu sagen, so als Nachträger zu sagen, hier, wir müssen auch über den Platz reden. Aber das hat sich in der Kurzfristigkeit nach dem Spiel so angehört, als ja, wenn er irgendwie... Ja, und das Tor hat sich ja nichts dem Platz zu tun, weil da hat der Ball den Platz gar nicht berührt. Als es nee, also ich meine, das Ergebnis... Das Spielergebnis hat nichts mit dem Platz zu tun. Das muss man sagen. Ist ja noch nicht mal großartig ein Ballversprung, wo du sagen würdest, oh meine Güte, das hätte zu einer komischen... Also die Eintracht ja auch nicht durch aufgefallen ist, vorher irgendwie geil gespielt zu haben. Also nee. FC Barcelona irgendwo, keine Ahnung, in Bulgarien spielen. Ja, richtig. Und ja, danach beschwert sich irgendjemand, dass sie nicht kombinieren konnten. Das kann ich dann noch nachvollziehen, weil die dann ihr Spiel umstellen mussten. Aber die Eintracht kann ja nicht sagen, ach ja, eigentlich haben wir so schöne Pässe immer gespielt. Ja, das kombiniert, das konnte man jetzt nicht machen, das habe ich auch nicht verstanden.
Also, ja, also das war eigentlich eine Mannschaft, die profitieren würde, wenn der Platz scheiße ist, wahrscheinlich, weil die dann weiterkämpfen können. Genau. Also da sollen sie echt mal einen Ball flach halten, meinem Respekt. Also das hat damit nichts zu tun und jetzt er wird ja jetzt bald ausgetauscht. Insofern ist das Ding auch obsolet, aber auf jeden Fall gute Nominierung von Benedikt, durchaus berechtigt. Dann hat der Isostar 11 hat uns auch noch eine Nominierung geschickt und zwar Kalle Rummenigge wurde nominiert aufgrund der Tatsache, der Heinkes halten will und über die Langeweile und sich über die Langeweile in der ach Gott, ich kann nicht mehr reden, das ist schon so ein langer Tag. Er beschwert sich über die Langeweile in der Bundesliga. So, ehrlich gesagt, tja, ich weiß nicht. Also wir nehmen es mal mit rein, ne? Klingt auf jeden Fall ganz, ganz schlüssig, ja. Ich muss aber sagen, ich habe in der letzten Woche wirklich versucht, Rummenigge zu ignorieren. Er war ja auch bei Sky, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh Gott. Das habe ich mir ehrlich gesagt. Ja, genau, bei Von Torra. Das habe ich mir auch nicht gegeben. Die Sache ist halt, die Beschwerde über die Langeweile in der Liga, dem kann ich sogar einigermaßen beipflichten. Ich kann es sogar nachvollziehen. Die Frage ist halt, ob die Bayern nicht selbst dafür sorgen. Ne? Das ist insofern ein bisschen schwierig. Es ist halt ätzend, dass trotz Einbruch die schon wieder 13 Punkte Vorsprung haben, aber ja, du hast völlig recht, das ist ja was, ich denke, das ist wieder Jammern auf hohem Niveau von jemandem, der definitiv einfach wieder mal medial präsent sein wollte mit so einer Aussage. Ja, und der auch wirklich, der Marvin sagt, der ist schon ein bisschen Teil des Problems auch. Ja. Und der FC Bayern. Jo. Obwohl man auch sagen muss, der FC Bayern kann auch nichts für das System. Der Bayern hat weder den Kapitalismus erfunden, noch irgendwie anderen Vereinen das Geld jetzt quasi geklaut, außer vielleicht bei dieser Kirchennummer da, die hinten rumlief und bei einem illegalen Geschäft, aber ja. Ja, es ist, das Problem würde ich wahrscheinlich eher sogar der DFL anheften wollen. Mhm. Ja. Ja, ich sehe es auch so. Aber trotzdem, vielleicht suchen wir mal noch die eine oder andere interessante Szene raus, die da passiert ist. Wer sich vielleicht im Laufe dieser Woche noch irgendwie selbst kasteien will und will sich das die Sendung von Torra, der Fußball-Talk bei Sky Sport News HD angucken, der soll das tun. Ich muss halt sagen, wenn es darum geht, Heinkes auf Gedeihen verderbt zu halten mit 72 Jahren, da denke ich, also das tut mir leid, da hört es halt mal wieder auf, weil ich den FC Bayern aufgrund meiner eigenen Fehlerhaftigkeit immer noch als fortschrittlichen Verein sehe und das für mich noch immer kein fortschrittlicher Move ist. Also ich bin mir nicht sicher, was die in den nächsten Jahren irgendwie damit bezwecken wollen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Bayern trotz ihres hohen Niveaus auch irgendwie am, ja, wie soll ich sagen, am Rande der Hoffnungslosigkeit angekommen sind. Also natürlich werden die Bayern immer Meister, natürlich läuft es jetzt einigermaßen. Aber ich glaube, dieses, was Kalle Rummenigge da kritisiert hat, diese Langeweile, die ist natürlich auch ein bisschen systemimmanent und ist auch so ein bisschen so, dass es die Bayern selbst betrifft. Ja, natürlich werden die immer Meister, aber im Endeffekt, wenn du zwei, drei Teams hättest, die denen mal ernsthaft gefährlich werden könnten, da würde auch in dieser Saison ein bisschen was anderes gehen. Das Problem ist, es tut sich halt nichts und die Bayern wuscheln ja selbst so rum. Also, wenn ich mir angucke, das ist auch kein schöner Fußball. Nein, es ist nicht schön. Nee, es ist nicht schön. Es ist nicht anzusehen. Es ist langweilig. Ganz ehrlich, ich gucke mir ja Bayern-Spiele das eine oder andere Mal an, wenn sie im Free-TV oder sonst sind, weil du ja denkst, na gut, okay, da könnte noch ein bisschen was gehen, aber da geht, also ganz ehrlich, das erste Spiel hier gegen Leverkusen, ich fand es mega lahm. Ja. Langweilig, ja, passt. Die werden sich auf jeden Fall was einfallen lassen müssen. Wenn ich Bayern-Fan wäre, würde ich Angst haben, dass Uli Hoeneß derjenige ist, der sich da was einfallen lässt. Ja, definitiv. Ja, also für mich bleibt Heinkes keine zukunftsträchtige Lösung. Ja? Und weiß, die Eintracht hat ganz andere Probleme, aber man muss ja auch mal darüber sprechen. Ja. Weiß nicht. Bin unschlüssig, aber trotzdem, Rummenigge ist natürlich immer eine gute Nominierung. Vielleicht gibt es ja nochmal konkrete Ansätze. Und noch eine, haben wir noch eine? Nee, das war's. Der René hat... Doch, vom René selbst. Ja, genau. Ja, René wird natürlich auch noch genannt. Der die ganzen Sky-Spieler kritisiert. Nicht Sky-Spieler, die ganzen Sky-Kommentatoren beziehungsweise Sky generell, denn die nicht in der Lage sind, Spielernamen richtig auszusprechen. Ja, das ist natürlich dann für uns natürlich immer ein bisschen sitzen im Glashaus, ne? Wenn ich jetzt jahrelang Leute wie Salcedo falsch ausspreche, indem ich Salcedo sage und wir uns einen abgestrampelt haben, damit wir Alea mal richtig aussprechen. Mehr als prächtig, dass wir dann sagen, dass wir es geil kritisieren. Ja, Quolke, ja. Aber gut, ich meine, wenn Spieler dann wie Rigota dann
Rigotau oder Da Costa Da Costa genannt werden. Naja, ist halt, ist nicht einfach. Es gibt, glaube ich, bei der ARD so eine Datenbank, wo du nachhören kannst, wie bestimmte Worte oder Personen ausgesprochen werden. Vielleicht bräuchte das Sky auch mal. Ne? Jo. So, haben wir denn sonst noch was zu besprechen? Oder wollen wir gleich übergehen in die Empfehlung? Dummschwätzer. Ja, wir können ja noch mal ganz kurz, trotzdem ein bisschen ausführlicher über unseren kleinen Auftritt auf der Waldtribüne sprechen. Ja, auf jeden Fall. Sehr angenehm dort. Grüße an Bewe und Pia. War eine coole Aktion vom Spiel, da ging es mir noch gut. Hat mich sehr, sehr gefreut. Das wollte ich jetzt hier noch mal ausdrücklich erwähnen. Also das war super, das Gastgeschenk, was wir bekommen haben, wird man vielleicht an der einen oder anderen Stelle bald wiedersehen. Oh ja, habe ich gehört. Mit einer Woche Verzögerung werden wir unsere Ankündigung wahr machen und vielleicht am Freitag euch was Kleines präsentieren, wo dieser Bamble auch zu sehen sein wird, was immer das auch sein wird. Und ja, ich finde diese Waldtribüne ist allgemein was ganz cool ist. Da sind das auch die Verantwortlichen von Eintracht. Axel Hellmann kam ja nach uns und dann drauf. Der Doc ist auch immer da. Mhm. Es gibt, glaube ich, langweiligere Aktionen, Vorspielen in anderen Bundesliga-Stadien, sage ich mal. Nee, ich muss sagen, das ist eigentlich für mich das Highlight. Was ist das, was ich ein bisschen vermisse, wenn es darum geht, in der Halbzeit irgendwie. Also ich meine, ich brauche jetzt keine großartige Bespaßung. Ich finde das eigentlich mit diesem Spiel, was da passiert, eigentlich immer schon ganz gut. Ja, ich hätte mir nur ein bisschen was anderes gewünscht, aber das, was da so die Halbzeitbespaßung, die dann so einigermaßen stattfindet, findet bei mir davor statt. Und finde ich eine sehr, sehr runde Angelegenheit. Und du bekommst ja auch ansonsten immer viel von den Fanprojekten mit, die da so stattfinden. Und jetzt war Hellmann da, der auch noch ein bisschen was gesagt hat. Natürlich auch anstehend zur Wahl am Sonntag. Da kann ich jeden nur anhalten, der seine Stimme irgendwie hören lassen will. Jetzt sind ja, wie gesagt, am Sonntag die Mitgliederversammlung und da kann man ja wieder den hoffentlich alten und neuen Präsidenten wählen. Also, ja, ich denke, so viel kann ich schon sagen. Fischer ist dann relativ hoch in meiner Gunst. Da werde ich auch am Sonntag auf jeden Fall dabei sein und mein Kärtchen abgeben, beziehungsweise meine Stimme. Ich denke, so weit kann ich mich mal aus dem Fenster lehnen. Und Ist es am 21. oder am 28.? Also, ich habe gedacht, das wäre diese Woche. Ich glaube, das ist am 28., oder? Warte mal. Also ich habe jetzt echt gedacht, wow, das wäre krass. Warte mal kurz, dann. Ja, es kann auch sein, dass ich es mit dem anderen Termin verwechselt habe, weil ich habe das, hab das mir falsch aufgeschrieben. Die geht jetzt halt zwei. Oh nein, die ist ja. Nein, die. Nee, das ist. Ja, warte mal. 28. Januar. Alter, die ist ja echt erst am 28. Ach, scheiße. Ach, was bin ich dusselig. Ich habe echt gedacht, die wäre am 21. Kann ich ja doch. Ach, weißt du was, das sage ich keinem. Nee, ich habe mir extra freigenommen. Scheiße. Naja, gut, ich muss ja nicht Samstag und Sonntag arbeiten. Insofern ist es schon okay. Ja, können wir Samstag was machen jetzt? Ja, stimmt. Naja, gut. Also wie gesagt, behalten wir es beim 28. Ja, super. Werde ich da wahrscheinlich da beide Tage arbeiten. Ist auch nicht geil. Naja, gut. Auf jeden Fall. Super. Jetzt bin ich so ein bisschen aus dem... Natürlich muss ich am 28. auch arbeiten, ich raste aus. Naja, gut, okay, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Egal, auf jeden Fall, bin ich mal gespannt, wie das läuft. Und ich finde es auf jeden Fall immer schön, auf der Waldtribüne zu sein. Das ist eine nette Atmosphäre, die beiden machen das sehr, sehr souverän, haben immer interessante Gäste und ich kann jedem eigentlich nur empfehlen, wirklich da mal vorbeizuschauen. Ja. Grüße. Ja. Für die Leute, Grüße die es auch, nicht Grüße wissen, auch gegenüber an Julian. Vom Eintracht-Museum. Grüße auch an den Julian, der uns ein Grüßeschild gemacht hat. Ja, mega geil, auf jeden stimmt, Fall. Stimmt. Guter Mann. Auf jeden Fall. So. Alle anderen, die da waren. Mhm. Auf jeden Fall. Habt ihr Empfehlungen für diese Woche? Ich habe leider keine Empfehlung mehr. Ich habe meine Woche damit verbracht, zu schauen, was mit meinen verschiedensten Laptops alles machen und bin ganz froh. Ich hoffe, ich hatte heute nicht so viele Tonaussetzer. Nee, heute war es herausragend. War wirklich... Das ist eine unfassbare Erleichterung, weil ich endlich dann meinen alten scheiß Laptop wegschmeißen kann, den ich nur noch dafür StudioLink benutzt habe. Und jetzt auf meinem MacBook scheint es zu gehen. Jetzt kann ich in ein neues Leben starten. Grüße. Sehr gut. Mega geil. Also ich hoffe, dass es so bleibt. Denn aber ich habe eine Empfehlung, sorry. Ja, hau rein. Ich habe sogar zwei. Na? Ich habe zwei Bücher. Einmal das Buch Fieberwahn von Christoph Ruf, wie der Fußball seine Basis verkauft. Da wird ausführlich das besprochen, was wir auch oft hier anreißen, sage ich mal, in den Eintracht-fremden Kategorien, auch zum Thema Montagsspiele.
Das ist, also ein Kapitel heißt Coca-Cola, McDonald's, Schalke 04, wenn Fußballvereine zur globalen Marke werden und so weiter und so fort. Also alle Begleiterscheinungen, die Vernunft wohnt in der Kurve. Und es werden viele Themen besprochen. Ja, die Meinung ist sehr nah meiner. Also das wird so ein bisschen kritisch gesehen alles. Kann man mal lesen, je nachdem, wie man dazu steht. Und dann habe ich vom Herrn Dittel, einen Frankfurter Anwalt, Freund unserer Sendung auch, ein Weihnachtsgeschenk bekommen von Ilya Trojanow, das Buch Meine Olympia. Jahre 80 Disziplinen. Mhm. Und zwar ist da echt ein geistkranker Typ, der für 80 Olympia-Sommer-Einzeldisziplinen trainiert hat. Und sein Ziel war immer, halb so gut wie der jeweilige Olympiasieger zu sein. Das hat er tatsächlich über 3 Jahre durchgezogen. Und man kann für jede einzelne Disziplin seine Erfahrungen, also hat die quasi dokumentiert. Und es ist so ein bisschen, ja, also. Man merkt auch, wie er an seine Grenzen gerät, wie er Erfolge feiert, wie er Enttäuschungen verarbeitet. Das ist auch trotzdem sehr, sehr lustig geschrieben. Ist jetzt nicht nur auf Sportliche bezogen, sondern er beschreibt zum Beispiel die Einstiegsszene, wie er beim Triathlon sich vorbereiten will. Und dann merkt er, dass er den Anzug falsch rum anhat und sich wundert, warum der so eng ist. Und als er dann aufs Rad wechseln muss, kann er den auch gar nicht ausziehen. Das hat er auch nicht geübt. Und ja, ist dann irgendwie, aber ist ganz lustig. Er ist ein sehr sympathischer Kerl mit einer echt ambitionierten Sache, die mir ein bisschen ein schlechtes Gewissen macht, dass ich es momentan nicht mal schaffe, ins Fitnessstudio zu gehen. Grüße. Okay, da siehst du, aber klingt auf jeden Fall echt lustig, ja. Cool, das hängen wir auf jeden Fall rein. Du schickst mir gleich nochmal die Links, beziehungsweise die... sofort jetzt. Ja, super. Ich habe noch eine kleine Empfehlung, so ein bisschen Eigenwerbung, wenn ich echt bin. Und zwar der Ringfuchs-Podcast, ja, der gute Ringfuchs-Podcast, ist jetzt auch bei Patreon, also patreon.com/, sagt man, Ringfuchs, also ganz easy, die URL. Denn wir haben uns ein paar richtig coole Konzepte überlegt, wie ihr eigentlich noch interaktiver mit dem Ringfuchs an dem Ringfuchs teilhaben könnt. Wir haben so ein paar Goodies und haben, wie gesagt, wir wollen ja auch sehen, dass wir, sag ich mal, noch professioneller werden, vielleicht noch öfter am Start sein können. Und deswegen haben wir Patreon jetzt ins Leben gerufen, würde ich mal meinen. Der Jesper hat das alles gemacht. Und wie gesagt, wenn wir uns dadurch vielleicht ein bisschen finanzieren können, gibt es auch einige coole Folgen. Und wenn ihr uns finanzieren wollt, dann wisst ihr, patreon.com Ringfuchs ist eure Anlaufstelle für Wrestling. Oh ja. So, das war's von meiner Seite aus. Gibt ja immer viele Partner-Podcast, der Basti war auch schon das ein oder andere Mal dabei. Wir haben ja eine längere Folge über Red Bull gemacht. Das kommt auch bestimmt. Wir werden uns auch bald wiederhören. Ich denke, spätestens irgendwie nach dem Rumble oder vor WrestleMania irgendwas wird da bestimmt kommen, Basti, ne? Ja, da wäre ich gerne dabei. Ja. Ich würde gerne über die WWE reden, aber das würde wahrscheinlich ein ähnliches Untergangsgespräch sein wie über den Fußball aktuell. Es ist frustrierend. Meine zwei großen Leidenschaften sind irgendwie gerade parallel dabei, sich selber abzuschaffen, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist der Bundesliga-Fußball und Wrestling. Also die sind beide momentan ähnlich spannend. Ich muss echt sagen, ich bin extrem froh, dass ich halt noch in so einem anderen Wrestling-Soziotop, sag ich mal, bin, wenn ich mir halt dann irgendwie in Japan was angucke oder so, oder halt regelmäßig bei der WXW vorbeischaue, wo die Dinge doch wesentlich besser aussehen, ja, und auch die du Fortschritte erkennst. Das beruhigt ja mein Gemüt und macht mich dann teilweise wieder sehr, sehr glücklich. Ich kann aber durchaus nachvollziehen, dass du gerade mit der WWE aktuell so ein paar Problemchen hast. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, behaltet unsere Social-Media-Kanäle in den nächsten Tagen im Auge. Da wird sich mit Sicherheit was tun, wenn ich das so richtig vernommen habe. Müssen wir mal schauen, wie weit wir da kommen. Aber so gerade Freitagabend sollten wir schon mal drauf gucken. Ihr kennt ja unsere Facebook, unsere Twitter-Präsenz. Vielleicht auch schon unseren YouTube-Account. Je nachdem, da haben wir schon richtig coole Sachen. Bubble Football. Bubble Football zum Beispiel. Post aus Italien. Post aus Italien. Ich denke, Klassiker. Ja, ist spannend. Ist ja. auf jeden Fall was dabei. Ich sollte euch vom René noch sagen, steigt um auf Überweisung oder schaut bei LiberaPay vorbei. Wir haben unseren Account jetzt auch irgendwie auf LiberaPay geschaltet. Das ist halt eigentlich besser, auch wenn ich mit dem Ringfuchs jetzt Patreon mache, aber es ist eigentlich ein bisschen besser als Patreon, weil
Patreon wollten eigentlich kurzfristig oder mittelfristig was verändern. Und gerade für kleinere Beträge ist Liberapay jetzt die coolere Möglichkeit. Ich bin froh, dass der René das alles organisiert, weil damit muss ich nicht auch noch was zu tun haben. Aber wie gesagt, wer mal vorbeischauen will, wie man uns unterstützen kann. Übrigens, ihr könnt euch auch, uns auch einfach unterstützen durch gute Bewertungen bei iTunes. Finden wir auch immer mega knorke. Ja, das haben wir natürlich im Hintergrund. Oder folgt uns, schreibt uns, was ihr denkt, was euch gefällt, was euch nicht so gut gefällt. Und ansonsten bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen. Ich bedanke mich für das Gespräch heute. Vielen Dank, Basti, dass du dabei warst. Ich bin so erleichtert, dass das einigermaßen funktioniert hat jetzt hier. Ich denke, das ist definitiv etwas, auf dem wir aufbauen können. Ja. Ganz kleine Aussage. Nochmal, noch doppelt Grüße an die Pia zurück, die hat uns gerade bei Twitter gegrüßt mit dem Bild, wo ich eine Zigarette im Mund habe. Grüße. Ja, da sind ja einige sehr seriöse Bilder entstanden. Ja, ja wobei man echt sagen muss, ja, ich hab eigentlich gedacht, ne, Marvin so total seriös, heute Handschuhe an, ne, und dann siehst du plötzlich diese schwarzen Handschuhe und ich denke auch, Alter, ich sehe schon ein bisschen aus wie so ein Geldeintreiber. Das hat mir auch jemand bei Twitter geschrieben. Also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht sollte ich mir so mal ein bisschen ein anderes Outfit überlegen. Ich muss ja nicht erzählen, dass sie mit Quarzsand gefüllt waren, Marvin. Psst, sehr ruhig. Genau, für das Spiel nach dem Spiel. Ne? Nein, okay, alles klar. Genau, ich. Ey. Na gut, dann würde ich sagen, Dennis, hat mich gefreut, dass du dabei warst. Super, dass danke, es so geklappt Marvin, hat. Hast du auch sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Alles gut, alles gut. Und ansonsten wünsche ich unseren Zuhörern jetzt noch einen schönen Abend. Kommt gut durch die Nacht und bye bye. Tschö. Tschö.